den Kopfhörer umgestellt auf einen anderen Stecker? Jawohl. Der Delay. Okay. Jetzt sind wir live. Ja, wir sind live. Okay. Ja, entschuldig bitte die Verspätung, falls du jetzt schon versucht hast, mit uns in den Tag zu starten oder in die Pause oder das frühe Mittagessen und darauf gewartet hast, um 10:30 geht es los, dann mussten wir dich enttäuschen, weil die Technik kam uns dazwischen. Aber wir haben es geschafft. Wir sind live. Für dich, mit dir, für uns. Shelly und ich haben uns heute wieder einmal schick gemacht, um ganz feierlich diese letzte Adventswoche einzuläuten mit dir. Und das Thema, das uns begleiten wird, heute den ganzen Tag, zuerst mit vielen wunderbaren Gästen von jetzt bis circa 1:45, 1:30 in Deutsch und am Abend noch einmal für 3 Stunden live. Das Thema, das uns durch den ganzen Tag trägt, sind die Wunder des Lebens oder das Wunderleben, je nachdem. Genau. Liebe Shelia, ich sehe dich gerade das erste Mal wieder und vergebe dir noch, um Hallo zu sagen. Ja, hallo auch alle von meiner Seite. Guten Morgen. Es ist so schön, dass du wieder mal dabei bist oder vielleicht das erste Mal bei Coffee, Cookies und Conversations. Heute zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe keine Cookies dabei. Dafür Sekt. Das ist schon mal nicht schlecht, auch für einen Frühmorgenstart. Ja, und ich freue mich auf den Tag mit euch. Wir freuen uns auf den Tag mit euch, mit dir. Es wird fantastisch, wie die letzten paar Freitage, die wir zusammen verbracht haben, denke ich. Genau. Und ich werde, bevor unser erster Gast mit seiner Transformationsgeschichte eintreten wird, Marlene Fuchs, die ein Wunder erlebt hat, möchte ich einen kurzen Abschnitt von The Missing Link vorlesen. Das ist das Buch von Sydney Banks, der in dieser Form die Prinzipien in eine Sprache übersetzt hat, nachdem er sehr tief etwas über das Leben gesehen hat. Okay. Shelia, würdest du auf Deutsch übersetzen bei dieser Runde? Ich gebe mein Bestes. Und ich mein Bestes auf Englisch. There are those in this world who believe miracles do not happen. Es gibt Menschen auf dieser Erde, die glauben, es gibt keine Wunder. I can assure such skeptics that they do. Ich kann diesen Skeptikern versichern, dass es doch Wunder gibt. With hope and faith as beacons. Mit Hoffnung und Vertrauen als Leuchttürme. Anything can happen. Alles kann passieren. If these writings bring a second chance of life. Wenn diese Schreibens eine zweite Chance auf das Leben bringen. To just one human being. Für nur einen einzigen Menschen. My work has not been in vain. Meine Arbeit war nicht umsonst. Sydney Banks, March 1998. Sydney Banks, März 1989, hast du gesagt, ne? Oder 98. 98. Mhm. Und das haben Shelia und ich uns immer wieder gesagt, während der ganzen Zeit im Projekt Mein geheimes Leben. Mhm. Wenn nur ein Mensch etwas hört und sein Leben wie durch ein Wunder sich verändert, dann ist es nicht umsonst. Gell, wie Shelia? Absolut, hundertprozentig. Das ist vielleicht auch ein guter Punkt, um dieses zu erwähnen, weil wir wollen euch nicht nur heute ein Weihnachtsgeschenk machen, indem wir
über die Wunder des Lebens sprechen, sondern wir wollen, dass ihr lange von einem Geschenk zehren könntet und nicht nur du persönlich, sondern all deinen liebsten Menschen. Daher haben wir einen Online-Kongress entwickelt mit dem Namen Mein geheimes Leben oder Etwas stimmt mit mir nicht. Und du kannst dich jederzeit kostenfrei anmelden dafür, wenn du auf meingeheimesleben.com gehst und einfach deine E-Mail und Namen eingibst. Du kriegst 7 Tage lang Interviews von wunderbaren Menschen, die über ihre Wundergeschichte sprechen, wie sie am Anfang in der Dunkelheit waren vom Gefühl, die hatten ein Geheimnis, das sie von anderen versteckt haben, im Innen vielleicht schwierige Gewohnheiten, immer wiederholende Gedanken, die sehr zerstörerisch waren und so weiter. Und was sie gesehen haben, dass sie raus aus der Dunkelheit rein in das Licht gebracht haben und ihr Leben verändert haben. Mhm. Und wenn du das anschauen möchtest, das erste Mal oder vielleicht das zweite oder dritte Mal, dann geh zu meingeheimesleben.com und sag anderen weiter. Wir wollen diese wunderbaren Interviews und auch dieses Verständnis so weit und breit mit der Welt teilen wie nur möglich. Vor allem ist es ein Anliegen von Lea und mir, die deutschsprachigen Menschen mit diesem Verständnis zu erreichen. Denn es gibt in dem englischsprachigen Raum ganz viele Mentoren, Lehrer und Coaches, die damit da rausgehen. Und in Deutschland die ersten wenigen. Und ja, das wünschen wir für euch, dass ihr das auch habt für euch. Genau. Und jetzt lassen wir Marleen eintreten, die ganz bestimmt schon gewartet hat. Übrigens, Shelia, kannst du direkt in die Kommentare schreiben bei Facebook? Weil bei mir hängt es gerade wieder. Ich sehe es nicht. Ich lasse Marleen rein. Lass Marleen rein. Ich sehe Marleen gar nicht in der Wartezimmer. Mhm. Vielleicht müsstest du mich zum Co-Host erstellen. Hallo Marleen. Hallo. Wir hatten ein paar Probleme mit der Technik heute früh. Und es war etwas aufregend. Darum musstest du etwas länger warten. Das macht nichts. Wir freuen uns unglaublich, dass du hier mit uns in den Tag startest. Mhm. Mit deiner Wundergeschichte. Mhm. Es geht um Wunder des Lebens und ich glaube, du hast so etwas wie ein Wunder erlebt in deinem Leben. Genau. Was ich nicht für möglich gehalten hätte. Mir gewünscht. Mhm. Ja, aber nicht mal auf diese Weise erträumen hätte können. Dass es sich so anfühlt. Ja. Ich finde es schön, wenn du direkt einsteigen könntest mit dem Lesen und wir vielleicht danach noch ein paar Worte miteinander wechseln. Okay. Und auch sagen, wo sie dich finden können online, die Menschen, die jetzt zuschauen. Mhm. Marleen, du tönst ein bisschen mit dem Mikrofon, einfach, dass es so schön wie möglich hörbar wird, sagen wir das heute immer direkt. Meine Transformationsgeschichte. Zu der Zeit, als ich mein erstes Aha erlebte, war ich an einem Tiefpunkt in meinem Leben angelangt. Obwohl ich mich bereits früher immer wieder über kürzere und längere Phasen down erlebte oder melancholisch, depressiv, abgeschnitten, falsch, war es diesmal so, als könnte ich einfach keinen Schritt mehr tun. Als wäre mein Leben sinnlos. Als hätte ich den Zweck meines Daseins verfehlt. Es gab Tage, da wusste ich nicht, wie es weitergehen sollte. Ein Aspekt dessen war, dass ich mich auch dadurch in meinem Muttersein als Versagerin fühlte. In meinen Augen hatte ich versagt, die wahren Bedürfnisse meiner Kinder zu erkennen und sie bestmöglich zu begleiten, eben eine gute Mutter zu sein. Denn mein eines Kind kämpfte sich durch die Schule seit Jahren mit aller Kraft und war total gestresst, fühlte sich deswegen schlecht und daneben. Und mein anderes Kind erkrankte schwer.
obwohl mein Intellekt sich irgendwie beruhigte, nicht dafür verantwortlich zu sein, so war im Hintergrund doch das ungute Gefühl, mich eben doch zu wenig gekümmert zu haben. Und nun schaffte ich es nicht mal mehr, den Rest meines Lebens auf die Reihe zu kriegen, und sie mussten sich auch das noch ansehen und aushalten. Also noch mehr Gründe, mich um ihr Wohlergehen zu sorgen. Das begleitete mich, seit meine erste Tochter zur Welt gekommen war, vielleicht schon in der Schwangerschaft. Ich machte mir Sorgen. Ging es meinen Kindern gut? Hatte ich etwas übersehen? Würden sie mit mir reden, wenn sie Hilfe brauchten? Was, wenn ich diejenige wäre, die ihnen schadete? Was bedeutete das für sie? Wie konnte ich sie davor bewahren? Was wäre, wenn ich nicht mehr für sie sorgen konnte? Brauchten sie Unterstützung und ich erkannte es nicht? Tat ich genug für sie? Hätte ich nicht noch mehr tun sollen und können? Es fühlte sich an wie in einer Sackgasse. Als wäre ich in eine Höhle geraten, hätte die Orientierung verloren und alle meine selbstverschuldeten Dämonen kämen aus ihren Ecken gekrochen. Das große Aha kam unerwartet und in einem Moment. Ich hatte Lea nach einer angenommenen Einladung zu einem Webinar eine Mail geschickt, weil ich etwas gehört hatte. Aber eben, ich hatte ja die Depression und was sollte ich jetzt tun? Was sagte sie dazu? Sie schrieb mir zurück und teilte mit mir vier Videolinks. Ein Video davon mit Bill Pettit, ein Psychiater aus den USA, der schon länger mit den drei Prinzipien unterwegs ist. Sinngemäß erzählt Bill in diesem Video die Geschichte einer jungen Frau, die an Magersucht erkrankt war. Sie sagte einmal zu Bill: Wissen Sie, was mich am meisten stresst? Meine Mutter, denn sie macht sich immer solche Sorgen um mich. Bill suchte daraufhin das Gespräch mit der Mutter dieser Frau und es war offenbar, wie sehr sie sich sorgte. Und er teilte daraufhin, was er dazu sah. Sinngemäß, sich zu sorgen heißt nicht, sich zu kümmern. Sich zu sorgen bedeutet, sich im eigenen Kopf auszumalen, was alles geschehen könnte und dann im Kopf dafür Lösungen zu finden. In diesem Moment kümmern wir uns aber nicht um unser Kind, sondern nur um die ausgedachten Sorgen und Probleme im Kopf. Wenn es tatsächlich ein Problem gibt, dann kümmere dich darum. Und im Muttersein ist sich Sorgen machen nicht inbegriffen. Alles, was ich als Mutter zu tun habe, ist mein Kind bedingungslos zu lieben. Das ist es, sein Kind bedingungslos zu lieben. In dem Moment fiel alles Schwere von mir ab. Ich saß vor dem Bildschirm und rief aus: Was? Das ist ja alles. Das ist ja kinderleicht, das kann ich ja. Ich fühlte mich befreit und gleichzeitig wieder mit mir verbunden. Es war, als hätte ich mich in dem Moment wiedergefunden. Ich konnte sehen, dass ich immer mit meinen Kindern verbunden war, dass immer Liebe zwischen uns gewesen war, auch wenn ich vielleicht nicht immer alles richtig gemacht hatte. Und diese Liebe zu spüren, ließ mich Vertrauen spüren und Zuversicht, Frieden und, was mir erst später klar wurde, Vergebung mir selbst gegenüber. Ich spürte, das war mein innerstes Wesen. Liebe, sie war immer da. Mein Missverständnis war, dass ich dachte, es bräuchte mehr. Es bräuchte einen Beweis, eher viele Beweise. Beweise, dass ich meine Kinder richtig liebte und deshalb immer jedes Bedürfnis erkannte und darauf richtig reagierte. Und meine Liebe dazu führen würde, dass es ihnen an nichts mangelte, es ihnen immer gut ging. Dass es ihnen schlecht ging, war ja dann ein Beweis, dass meine Liebe nicht gut genug war, nicht gut genug gezeigt, gelebt, was auch immer. Ich hatte die Natur unserer wahren Essenz, meiner wahren Essenz, die Liebe, plötzlich wiedererkannt. Und mit diesem Wiedererkennen, Wiederfinden kam ich zur Vergebung, zur Versöhnung mit mir, mit anderen Menschen und mit dem Leben selbst. Ich konnte wieder atmen. Und heute weiß ich,
wenn ich nicht mehr weiter weiß, die Liebe leicht. Tief berührt, liebe Marlin. Ich auch. Liebe reicht. Ja, da sind wir schon bei dem ersten Wunder, finde ich, Marlin, wenn man neu sieht. Was für ein Wunder, wenn im Außen sich nichts verändert, im Innen wir was neu sehen und alles anders zu sein scheint, wie es vorher war. Das Leben sich verändert. Und auch manchmal dadurch, dass Außen sich komplett verändert mit als Nebeneffekt. Ja. Ich bin heute durch den Wald, noch vorhin. Und was ich an euer Thema von heute, das Wunder des Lebens oder die Wunder des Lebens, so dachte, kam mir in den Sinn, dass ich damals oder früher, sage ich mal, ich habe die Wunder auch gesehen, aber es war wie durch einen Nebel. Es war immer so abgedämpft. Und es ist für mich heute so, als wäre die Wand zwischen mir und dem Wunder des Lebens abgebrochen, als wäre sie weggefallen. Oder die Scheibe, vielleicht ist es manchmal auch eine Scheibe, man sieht es zwar, aber es ist nicht so spürbar. Oder es ist, als wäre die Nähe zum Wunder irgendwie unterbrochen. Und das ist für mich heute es gibt einfach keinen, da ist das Wunder und hier bin ich, sondern das ist eins. Es war ja immer da, oder? Wie du beschreibst. Und es ist diese Fähigkeit, die wir haben, uns aus dem Wunder rauszudenken. Ja. Nur, es bleibt, es ist, es geschieht und wir denken, es sei anders. Ich glaube, Jack Pransky hat das mal formuliert, ich weiß es nicht mehr. Und plötzlich zu erkennen, dass wir das tun, und nicht tun müssen. Und dann landest du wieder im Lebendigen, im Verbundensein mit dieser Kraft, die Universen erschafft. Und dann siehst du das, was für dein Leben das Wunder ausmacht. Zum Thema Sorgen habe ich gestern mich mit jemandem unterhalten und wir sind auf das italienische Wort dafür gekommen. Das heißt preoccuparsi. Und übersetzt auf Deutsch, also wortwörtlich würde es heißen, vorbesetzen. Also es ist, als würde man sich vorher schon besetzen. Und ich finde das schön, weil ich, wenn ich mir Sorgen mache, bin ich besetzt. Ja. Ich habe keine Zeit mehr, die Wunder des Lebens zu sehen. Ja. Ich muss das ja nicht. Auf Englisch ist die Übersetzung davon, Marlin, preoccupied. Nicht besorgen, aber das wäre die
Genau. Same. Same. Ja, das fallen lassen können und im Moment sein. Und einfach mit mir und den Kindern sein. Ja. Und nicht mit den Sorgen über die Kinder. Eigentlich so simpel. Ich werde dich verabschieden langsam. Das ist etwas kürzer und schneller, nichtsdestotrotz sehr berührend und einfach nur wunderbar als unseren Auftakt gewesen. Wer Marlin gerne schreiben oder treffen oder mit ihr eine transformative Konversation führen möchte, der findet Marlin auf Facebook. Wir posten ihren Namen noch einmal, Marlin Fuchs, und da kannst du auch mit ihr in Kontakt treten. Sie ist transformativer Coach und arbeitet auch aus diesem Verständnis heraus. Ja. Danke, Marlin. Wir lieben dich. Gleichfalls, ihr Lieben. Schöne Konversation weiterhin. Vielen lieben Dank. Tschüss. Ja, und es geht heute tatsächlich irgendwie so ein bisschen schneller vorwärts, als man sich das von uns gewohnt ist. Und wir glauben aber trotzdem, dass auch indem wir einfach präsent sind mit dem, was gerade ist, auch da ganz viel entstehen kann und für dich zu hören ist. Unser nächster Gast ist auch ein wunderbarer Coach, ist Sandra Liane Braun. Und Celia, würdest du sie begrüßen und vielleicht noch ein paar Worte zu ihr sagen? Ja, absolut. Warte mal. Oh, sie ist schon drinnen. Ja. Sandra, guten Morgen. Hallo. Herzlich willkommen. Geht's dir gut? Ja. Heute Mittag beginnt der Weihnachtsurlaub. Hast du nach dem heutigen Tag frei? Ja. Ich sorge für mich und mache jetzt wirklich Urlaub bis zum 4. Januar. Ja, super schön. Wunderbar. Ja. Sandra soll dich vorstellen, hat Lea mich gebeten, Sandra, bevor du gekommen bist. Sandra und ich, wir kennen uns schon einige Jahre. Und Sandra hilft vor allem Menschen, die an einen Punkt kommen in ihrem Leben, wo sie sagen, ich kann einfach nicht mehr. Und wo sie sich so gestresst und überwältigt und ausgelaugt fühlen, dass sie einfach das Gefühl haben, so nicht weiter. Und Sandra ist ein wunderbarer Coach und sie ist auch in unserer Mitte, in unserer Community als Transformative Coach wird sie auch gerade ausgebildet. Und sie ist heute hier auch, um ihre Wundergeschichte mit dir, mit euch zu teilen. Und wenn du möchtest, Sandra, wir lassen dich einfach mal damit losgehen. Genau. Danke für die schöne Vorstellung. Ja, ich lese einfach mal meine Geschichte. Ich empfand mein Leben immer als anstrengend. Ich erlebte Mobbing-Situationen und zwei Burnout. 2016 machte ich einen ganz großen Cut für mich. Ich kündigte meinen Job, seelisch nicht gesund, und ging in die Selbstständigkeit, von der ich schon lange träumte. Schon ein paar Jahre beschäftigte ich mich mit der Entwicklung meiner Persönlichkeit. Ich konnte mich durch zig Modelle analysieren und fand Antworten auf viele meiner Fragen. Ich glaubte zu verstehen. Und das Leben wurde wieder schwerer. Ich fragte mich immer wieder, wie es denn leichter werden könnte. Ich fand Ruhe in der Meditation. Ich schenkte mir viel Zeit und Raum, um in der Meditation zu sein, im Hier und Jetzt.
nicht pausenlos im Gedankenkarussell. Ich wurde ruhiger, selbstbewusster, kam immer wieder an mein ureigenes Vertrauen und landete fast im dritten Burnout. Fast. Ich entdeckte meine stressmachenden Glaubenssätze und war in der Lage, meine Gedankenströme anzuhalten, hinzuschauen. Das machte mich oft traurig. Ich war einerseits glücklich, nicht ständig unbemerkt in meine bekannten Muster abzugleiten und in meine eigenen Fallen zu tappen. Und andererseits empfand ich es wieder als anstrengend. Heute weiß ich, dass ich vieles verstanden habe, was mich jedoch immer ins Analysieren brachte. Ich wünschte mir, viel mehr im Hier und Jetzt zu sein. Dann habe ich Shelia kennengelernt und fragte mich, ich habe sie kennengelernt und wir haben uns irgendwann unterhalten und sie fragte mich, Sandra, wie wäre es denn, dass du auch ohne Meditation immer im Hier und Jetzt sein könntest? Sie erzählte mir von einem neuen Bewusstsein. Sie sprach über Gedanke, Geist, Bewusstsein. Ich spürte tief in mir, da will ich hin, obwohl mir der Gedanke echt Angst machte. Ich ließ diesen Gedanken einfach vorüberziehen und vertraute darauf, dass mein Weg mich finden wird. Und dann erwachte ich, als einer unserer Mentoren den Satz sagte, wir Menschen halten mit aller Kraft an einem Gedanken fest und merken es nicht. Ich hörte es und spürte tief in meinem Inneren, dass das was mit mir macht. Ich suchte aber nicht danach, was das ist. Ich ließ den Gedanken einfach weiterziehen. Noch in der gleichen Nacht träumte ich einen Traum, den ich seit 18 Jahren alle paar Monate träumte. Ich war immer wieder auf meiner alten Arbeitsstelle im ambulanten Pflegedienst. Ich musste immer wieder dorthin, obwohl ich mich nicht wohlfühlte. Und in diesem letzten Traum sagte ich zu meiner Chefin, ich gehe jetzt und ich komme nicht mehr wieder. Danke für alles. Ich ging und weinte und spürte im Traum, wie es in mir leichter wurde. 18 Jahre lang hielt ich an dem Gedanken fest, dass ich ihr etwas schuldig bin. Es war mir nicht bewusst. Am darauffolgenden Tag war ich mir darüber bewusst, wie viele anderen Gedanken ich schon mein Leben lang festhalte und was sie täglich mit mir tun. Seit diesem Tag ist mein Geist viel, viel ruhiger. Ich fühle mich leichter, noch mehr im Selbstbewusstsein und im Selbstvertrauen. Ich spüre mehr Liebe zu mir selbst und auch gegenüber meinen Liebsten. Ich bin mir meiner Gedanken bewusst. Ich sehe sie. Ich analysiere sie nicht mehr. Sie dürfen einfach weiterziehen und ich vertraue darauf, es kommt schon gut. Ja, es kommt schon gut. Für mich ist dieses Wunder deiner Geschichte, Sandra, dass Lösungen von einem anderen Ort kommen, wo wir meinen. Ja. Wir denken, dass wir denken müssen, analysieren müssen, Dinge verstehen müssen, Dinge bewusst loslassen müssen, die wir festhalten, verstehen, welche Gedanken wir loslösen. Ich habe all das nicht bei dir gehört. Schon eine Zeit lang. Aber dann von einem anderen Ort des Sehens heraus. Und die Worte reichen dafür nicht aus. Stimmt. Aber so ein Aha-Moment. Ah, Menschen halten krampfhaft an Gedanken fest. Und
im Traum alles wie im Luft aufgelöst, ohne dein Dafürtun, bis auf das Hinschauen, das Gucken in eine neue Richtung, als man vorher geguckt hat. Absolut. Und ich finde es schön, dass ihr das heute unter das Motto Wunder stellt, weil jetzt im Moment gerade kam mir so in den Sinn, ich habe seitdem ein paar solcher kleinen Wunder erlebt, wo ich sage, meine Güte, was habe ich da an Gedanken festgehalten, ja? Was da Sachen von mir abgefallen sind und es leichter wurde. Und ich muss da jetzt nicht mehr dran denken. Und ich spüre tatsächlich tagtäglich in kleinen Alltagssituationen, wo mein Wissen herkommt, wo meine Entscheidungen herkommen. Das ist immer, also um es mal körperlich zu verorten, hier so im Bauch, ja, so in mir, aber nicht hier. Überhaupt nicht. Ja, und es ist, finde ich, so schön zu beobachten, wie so dein Schalk sich zeigt. Die Leichtigkeit oder die Liebe, von der du gesprochen hast, die strömt so aus deinen Poren. So dieses, wow, das Leben kann so leicht und lebendig und liebevoll sein, oder? Wenn wir da sind. Und nicht da, was muss ich jetzt tun, um zu, und wie muss sich der andere um zu hin. Ah, da ist viel weg, was ich an erdachten Mauern und Geschichten aufgetürmt habe, und ich sehe dich wieder, Mensch, gegenüber. Lösung. Ich muss gerade so schmunzeln, weil du sagst, du siehst die Liebe aus meinen Poren strömen. Mir ist nämlich aufgefallen in den letzten Wochen, dass mein Mann mich anders anguckt. Ja. Ich glaube, Lea, du kennst das, ja? Weil ich sage ja so, die Liebe zu meinen Liebsten hat sich auch verändert. Mhm. Ne? Und das ist ja eine gegenseitige Energie, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Wir schauen uns einfach gegenseitig neu an. Und das ist wunderschön. Mhm. Ja, und das, was du so erzählst, ich spüre es auch gerade, dieses, es tönt ja so alltäglich und fast schon banal. Und gleichzeitig, wenn wir es wieder zu spüren beginnen, ist es wirklich das verdammte Wunder. Dort, das ist es, hier und jetzt lebendig zu sein und mit den Menschen, die in unserem Leben sind, unterwegs zu sein und diese Momente auch zu erleben und nicht nur darüber nachzudenken, wie es wäre, wenn er mich wieder mehr angucken würde. Oder? Die Frage habe ich mir ja vorher gar nicht gestellt. Ich bemerke nur so, wow. Sehr schön. Wo eh schon so viel Liebe da ist. Es gibt noch mehr. Ja. Was würdest du sagen, hat sich für dich auch in der Arbeit verändert? Wir schauen ja immer, dass es auch noch ein bisschen Wunder für die Leute hat, die sich schwer für Wunder in der Arbeit interessieren. Ja, ja. Ihr erinnert euch noch dran, dass ich gesagt habe, ich möchte diese transformative Coach-Ausbildung ja gar nicht machen, weil ich mich als Coach irgendwie verändern will. Ich mache das nur für mich, ne? Weil ich wirklich gerade so gesettelt gefühlt habe in meiner Coach-Rolle. Und natürlich muss ich heute schon selbst drüber lachen, was ich da gesagt habe, weil es ist so wunderschön, auch meine Veränderung in meiner Rolle als Coach zu nicht zu beobachten, sondern zu spüren.
obwohl ich schon als Coach sehr, sehr intuitiv gearbeitet habe im Coaching. Also nicht mit einem Plan oder einfach so aus dem Bauch heraus auch in Modelle oder Werkzeugkisten reingepackt. Es war mir jedoch nicht bewusst, den Unterschied spüre ich erst jetzt, wie viel ich doch im Kopf war, dass ich oft mit wirklich einem schweren Kopf aus einer Coaching-Session rausgegangen bin und Verspannung hier so bei mir, ne, Kiefer, es ist viel, viel leichter geworden. Mhm. Coaching ist für mich leichter geworden und natürlich sehe ich auch bei meinen Kunden, es hat sich ein neuer Raum eröffnet, in dem neue Dinge möglich sind und ich habe das Gefühl, dass es auch für sie leichter ist. Denn ich lade sie natürlich jetzt auch ein, weniger zu analysieren. Ich habe schon viel auf der Gefühlsebene und auf der Körperebene gearbeitet. Und dennoch hat sich da nochmal was ganz Neues eröffnet. Leichtigkeit. Und wer wünscht sich nicht noch mehr Leichtigkeit in seiner Arbeit? Mache ich ja schon das, was ich liebe. Und darf noch leichter sein. Wundervoll. Wo wir wieder beim Wunder wären. Ja. Was ich dachte ja früher, es hat nur einen Wert, wenn es schwer ist. Ja. Oder so eine Geschichte ja, wahrscheinlich. Habe ich auch mal geglaubt. Ja. Oder? Mhm. Wahrscheinlich noch weit verbreitet, so im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, du hast dort ein bisschen mehr Leichtigkeit drin gehabt, Celia. Bei den Amerikanern hatte ich das immer so in den Filmen gespürt. Es darf auch ein Wunder passieren und sie werden Millionäre. Und ja, bei uns war das nicht so. Ja, wir haben schon auch, also einerseits kulturell, alles ist möglich. Mhm. Jeder kann viel schaffen. You can achieve anything. Mhm. Aber auch mit harter Arbeit und Disziplin. Das gibt es bei uns definitiv auch. Was mich interessieren würde, Sandra, das ist eine große Frage. Nimm dir Zeit, weil es ist ja vielleicht nicht so schnell gesehen, aber du arbeitest mit Menschen, die sich unglaublich gestresst fühlen in ihrem Leben. Was hältst du für möglich hinsichtlich Wunder für sie, wenn sie sehen würden? Also bei mir kommt einfach nur dieses Wort Leichtigkeit. Leichtigkeit. Also erstens mal erlebe ich die Menschen ja auch sehr, sehr, sehr angestrengt, wenn sie zu mir kommen. Und es ist oftmals meistens ist der Wunsch dieser Menschen, ich wünsche mir Gelassenheit und Leichtigkeit in meinem Leben. Und diesen Wunsch kann ich ja so gut nachvollziehen. Und ich habe auch vorher mit ihnen dahin gearbeitet. Und jetzt arbeiten wir gemeinsam leichter in Leichtigkeit. Ja? Also auch der Weg für sie ist leichter. Und das fange ich gerade an zu lieben. Ja. Und was mir gerade in den Sinn kommt, wenn ich draußen gesessen wäre, jetzt als Zuschauerin vor ein paar Jahren, hätte ich wahrscheinlich das große Aber sofort gehabt. Absolut. Aber ich habe einen Job und zwei Kinder und ein Haus und eine Karriere und eine Chefin, die verlangt vor Weihnachten noch. Und so diese Einladung wahrscheinlich von allen von uns, dort zu bleiben, wo vielleicht jetzt gerade etwas spürbar wurde durch die Erzählung von Sandra. Dort zu bleiben, wo es so einen ganz kleinen Raum vor diesem großen Aber gibt. Genau. Weil es im Angebot ist,
Es ist für die gestresste Shelia im Angebot gewesen, für die nahe Burnout, unglaublich gestresst durch 7 Doppelbelastungen Lea im Angebot gewesen und genauso für Sandra. Mhm. Und wir sind keine Ausnahmen. Ja. Ja. Wir sind die Norm. Und die Norm darf sich verändern. Genau. Und es ist möglich. Und ja, diese Möglichkeit auch rauszugeben. Ja. Gibt es noch etwas, das geteilt werden will, Sandra? Und wir posten dann auch deinen Kontakt, dass Menschen, die denken, was? Aber, Leichtigkeit, Gelassenheit, Sandra. Ja, es kommt bei mir gerade noch so das Wort Dankbarkeit, das Gefühl Dankbarkeit. Also ich bin unglaublich dankbar, das alles so erleben zu dürfen, fast wie ein neues Leben. Und ich bin gestern Abend schon in einer schönen Veranstaltung über das Gefühl Dankbarkeit gestolpert. Vielmehr hat ein Kollege von Dankbarkeit gesprochen und dann dachte ich so, wow, Sandra, das hast du irgendwie in den letzten Wochen vergessen. Dieses Gefühl der Dankbarkeit ist verschüttet worden. Manchmal ist in meinem Leben auch viel los. Und ich habe mich dann daran erinnert, jetzt guck mal die nächsten Tage, so wofür du dankbar sein kannst. Und ich muss gar nicht hingucken, gerade habe ich es wieder gespürt. Mhm. Und das, genau das ist es halt, was sich im Gefühl zeigt. Das ist richtig. Und was hier oben dann passiert, Gedanken, die nehmen wir alle viel zu wichtig, viel zu wichtig. Mhm. Ich kann jetzt mal sagen, so diese Gedanken, ich muss noch einen Scheiß, muss ich. Das ist nicht ein guter Abschluss. Das nehmen wir. Sehr cool. So schön. Mir ist alles egal zu tun. Mhm. Mir ganz wichtig zu sagen. Mhm. Diese oder dieser Gedanke, wenn der bei den Zuhörern oder Zuschauern jetzt auftaucht, darum geht es nicht. Das ist ja. Danke. So schön. Danke, Sandra, für deine Geschichte, für deine Präsenz heute. Wir lieben dich. Wir wünschen dir frohe Weihnachten. Wir sehen uns dann im Januar wieder. Und genau. Mach schön. Danke. Ja. Ciao. Tschüss. Wir werden auch Sandras Kontakt posten. Im Moment hängt mein Facebook noch immer. Vielleicht kann es Shelia schon und ansonsten werden wir in der Pause dann das nachholen, dass das ersichtlich ist unter dem Video dann auch. Falls. Genau, das war's. Was. Vielleicht sollen wir, bevor die nächsten Gäste kommen, ich kann nicht im Parallel auf Facebook gerade. Das gell, geht nicht. Meine Multitasking-Fähigkeit ist mir abhanden gekommen seit diesem Verständnis. Ich kann nur eine Sache auf einmal machen, habe ich das Gefühl. Mhm. Für diejenigen, die gerade vielleicht dazukommen, wir verbringen heute ganz viel Zeit online am Vormittag in deutscher Sprache und reden über die Wunder des Lebens im Rahmen von Coffee, Cookies und Conversations. Lea ist schon ein Cookie. Mhm. Ich wollte Stollen essen, aber ich habe es vergessen, das zu holen. Vielleicht mache ich das nachher in der Pause. Und wir haben heute wunderbare Gäste, die ihre transformative Geschichten mit uns teilen, unsere Wundergeschichten mit uns teilen. Und vielleicht einfach mal, oh, das war was in der Küche, vielleicht mal was als Hinweis. was als Hinweis, wir bringen heute ganz viel Zeit zwar zusammen, aber es geht auch weiter. Also wenn du mehr Zeit mit uns nach dem heutigen Tag verbringen möchtest, du brauchst nur auf meingeheimesleben.com zu gehen. Du
gibst deinen Namen und deine E-Mail-Adresse ein und du kannst 7 weitere Tage mit uns verbringen. Vielleicht echt eine schöne, sinnliche Zeit nehmen vor Weihnachten. Es kommt schon der Stollen aus der Küche. Dankeschön, Schatzi. Oh. Sehr, sehr gut. Mhm. Und zwar in diesen Geschichten geht es um Menschen, die von der Welt etwas versteckt haben. Also schwierige Gedanken, die sie hatten, Depression, häusliche Gewalt, Essstörungen, einfache Stress und Überwältigungen der Arbeit und vieles, vieles mehr. Stories, mit denen du dich vielleicht identifizieren kannst. Und was sie gemeinsam hatten, war, dass sie alle das Gefühl hatten, etwas stimmt mit ihnen nicht. Vielleicht kennst du das auch. Mir und Lea ging es sehr lange Zeit so, bevor wir dieses Verständnis begegnet sind. Wir dachten, alle anderen kriegen das Leben wie hin und wir nicht. Wir haben nach außen ausgeschaut, als hätten wir es im Griff. Mhm. Erfolgreiche Mutter und in der Karriere als Geschäftsfrau. Aber im stillen, heimlichen Kämmerlein das Gefühl, einfach, es stimmt eben nichts mit mir. Ich bin kaputt, ich bin falsch, ich kriege das alles nicht hin. Und wir haben diesen kostenfreien Kongress, der jetzt jeden Tag beziehbar ist. Du kannst jeden Tag drauf gehen und teilnehmen. Haben wir ins Leben berufen, damit du siehst, es gibt Hoffnung. Du musst nicht immer in diesem Gefühl bleiben von, es stimmt mit mir etwas nicht. Du musst nicht leiden. Schmerz gibt es im Leben, aber Leiden ist komplett optional, sagen wir immer. Mhm. Und es ist eine andere Erfahrung für dich möglich. Das, was Sandra angesprochen hat, Leichtigkeit, Gelassenheit, mehr Liebe zu spüren in sich selbst, aber auch im Umfeld, weil das wieder zurückkommt, ja, als eine Art Spiegel, bessere Beziehungen in der Arbeit, mehr Leichtigkeit in der Arbeit. Und wenn du überhaupt nicht weißt, wovon wir sprechen heute, so, wow, wovon sprechen sie? Was soll ich da sehen genau? Was ist diese Transformation? Ein guter, toller erster Schritt ist, dich anzumelden für diesen kostenfreien Kongress unter meingeheimesleben.com, dich einzutauchen, ein bisschen binging, wie bei Netflix in diesen Stories und einfach mal das über dich ergehen lassen, berieseln lassen von den Stories. Und vielleicht am Ende hast du etwas für dich gesehen, was sich ein Wunder gleicht. Das hoffen wir auf jeden Fall für dich und für alle anderen, die teilnehmen. Und von den Rückmeldungen, die wir bekommen haben, es ist für viele enorm erlebensverändernd. Also schau mal rein, wenn du Lust hast. Und dann machen wir jetzt weiter mit unserer Coffee, Cookies und Conversations. Genau. Es kommt hoffentlich unser nächster Gast schon bald. Ich sehe sie aber noch nicht. Also, dann gehen wir noch. Die andere, gell? Genau. Unser nächster Gast, der ist auch Teil von Mein geheimes Leben. Und sie hat ihre Geschichte, ihre auch Transformationsgeschichte, eben in einem der Interviews erzählt. Ich schaue jetzt kurz, ich sie erreichen kann. Mhm. Und sonst gehen wir einfach weiter. Ja. Ich habe gerade die Meldung, dass sie kommt. Und vielleicht dauert das einfach noch so ein bisschen. Was war für dich der größte Unterschied, Celia? Was war das Wunder? Weißt du, ich habe echt auch zu den Menschen gehört, die dachten, es gebe keine Wunder. Mhm. Mittlerweile glaube ich, um mich zu schützen, falls ich glauben könnte, es gebe Wunder und sie dann doch nicht stattfinden würden. Weißt du, was ich meine? Ja. Es war so eine, schon mal mich rausdenken, dass ich nicht enttäuscht sein könnte, ja, weil ich es nicht gefunden habe. Ja. Ich habe die Leichtigkeit, die Gelassenheit, das tiefe Vertrauen in mich so ein bisschen teilweise erschnuppern können, aber nicht gefunden. Ja. Oh, sie kommt. Dann lasse ich sie rein und dann machen wir das später, oder? Machen wir später, ja. Frau
Ist sie da? Andrea! Juhu! Jetzt, oder? Ja, voll. Oh, wie schön seht ihr denn aus? Haben wir einen Dresscode? Ich habe den verpasst. Das ist ja mega. Wir sind Geschenke heute. Und der Tannenbaum noch im Hintergrund. Oh, ja, mega schön. Festliche Stimmung. Wo sitzt du? Was sagst du den Zuschauern? Wo bist du? Wo sitzt du gerade? Auf Bali, in meinem kleinen Riesen zu Hause in den Reisfeldern. Oh, schön. Andrea, wie lange lebst du denn schon in Bali eigentlich? Lea weiß es bestimmt, ich weiß es nicht. Weißt du das, Lea? Ja, du bist gegangen. Wir haben uns in Hamburg im Hexenhütchen verabschiedet. Das ist irgendwie, glaube ich, 17 gewesen. Kann das sein? Ich glaube, ja. Auf jeden Fall sind es insgesamt ungefähr 4 Jahre, aber ich bin zwischendurch auch immer hin und zurück. Und tatsächlich meine Wohnung aufgegeben habe ich vor etwas über einem Jahr erst in Hamburg. Da warst du ja noch vorher. Stimmt. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Lea, weil du die Andrea so gut kennst, vielleicht hast du Lust, die vorzustellen und dann gehen wir rein. Weil ich wen gut kenne? Das, weil Lea dich so gut kennt, dass sie dich vorstellt. Nicht wieder die Geschichte, dass ich sofort zu spät kam. Nein, aber so einfach nicht. Die können die Leute dann hören in mein geheimes Leben. Okay. Ich glaube, was ich so sehr mochte und immer noch mag, als ich dich das erste Mal sah und dann besser kennengelernt habe, ist dieses tiefe Ja immer wieder zu dem, was gerade bei dir ist. Hm. In diesem tiefen Ja immer wieder diesen Mut zu springen mit deinem ganzen Sein, und daraus ergibt sich dieses ganz authentische, in diesem Leben tanzend, singend, weinend, lebendig unterwegs zu sein. Und das hast du für mich vom ersten Moment an ausgestrahlt. Und das hat sich immer noch mehr und noch mehr in all den Facetten, die eben das Leben so für uns bereithält, gezeigt. Und ich glaube auch, dass es das ist, was unglaublich bereichernd sein kann für die Menschen, die Frauen, die du begleitest. Dein tiefes Sehen für dich in der Liebe zu dir, zum Leben, siehst du im anderen genauso. Und das, nur schon das ist unglaublich verdammt viel und heilend. Und dann hat sie noch 1000 Sachen mehr drauf. Unsere liebe Andrea Morgenstern. Oh. Willkommen. Dankeschön. Oh mein Gott, Lea, das war gerade wie, ich glaube, so warm wie eine Liebeserklärung. Das hat sich richtig schön angefühlt. Vielen Dank. Das sind alles Dinge, die mir sehr, sehr wichtig sind, dass eben dass ich Menschen erinnere. Ich habe mir irgendwann mal aufgeschrieben in einem Satz, so bei irgendeinem so Business-Sachen, so in einem Satz, was ist denn hier meine Mission, was mache ich dann? Und was für mich so passend war, ich bin hier, um die Menschen daran zu erinnern und daran zu unterstützen, zu erkennen, dass immer alles okay ist, dass sie okay sind mit dieser menschlichen Erfahrung. Und damit meine ich vor allem eben diese Emotionen und auch Schmerz, diese ganze Erfahrung, die wir mit diesem physischen Körper, mit unserem Geist, unserer Seele, mit allem machen, zu lernen, damit okay zu sein, auch wenn es sich gerade so richtig scheiße anfühlt. Und zu merken, ich bin immer sicher, ist immer alles okay. Und du weißt ja, es geht um die Wunder heute. Und ich glaube, auch du und Andrea und ich tun das, was wir hier tun, so ein paar Wochen, Monate miteinander. Wir hängen ein bisschen rum, trinken Kaffee. Ich bin schon vom Stuhl gefallen, glaube ich. Andrea war schon auf dem Kissen, auf dem Akupunkturkissen, was wir tun. Coffee and Conversations über das Leben. Und was so spannend war, wir haben die letzten paar Male auch immer wieder über Wunder gesprochen, so wie wir merken, wow,
Noch mehr? Echt? Bei dir auch? Ja. Wie ist denn das möglich? Was siehst du so mit diesen Wundern und diesem Leben, das eben immer wunderbarer wird, auch wenn es manchmal schmerzt, oder? Ja. Was genau meinst du mit, was ich damit sehe? Ich glaube, ich wusste nicht genau, in welche Richtung, darum habe ich es so breit genommen. Oh, ich liebe dich. Das Wunder an sich, was gibt es da für dich? Vielleicht auch Neues, das sich gezeigt hat? Oder die kleinen, alltäglichen, wo wir denken, wow, ja, mehr davon. So. Eides, du kannst wählen. Oder Celia entscheidet. Ich bin auf jeden Fall fasziniert, wie auch die Dinge, die ich meine, einmal schon verstanden zu haben oder erkannt zu haben, ihr Wunder quasi, ein Wunder in einem Umstand einer Sache, wie Synchronizitäten zum Beispiel. Und dann bin ich aber jedes Mal wieder so im angenehmen Sinne verwundert. Und wow, das geschieht, oh mein Gott. Genau das passt zu dem zusammen, dort sind die Zeichen, das habe ich gerade gedacht und gesagt, dass ich das mir wünsche oder irgendwas ins Universum geschickt, einfach gesagt, ja, diese Energie ausgestrahlt und dann geschieht es gleich. All diese Dinge, die so klein sind und die wir auch als Zufälle bezeichnen können, aber die ich allein schon als Wunder sehe und die Tiefen einfach immer wieder von verstehen. So, wenn ich jetzt heute meine, ich verstehe irgendwie schon in mich meine Gedanken und diese ganzen Sachen, und dann immer wieder entdecke, dass es noch eine tiefere Ebene gibt, noch wieder so ein kleines sickert, sackert, ein bisschen tiefer quasi jedes Mal. Es ist so, als ob es einfach immer tiefer geht. Und das ist etwas, was ich ein wirklich wunderschönes Wunder empfinde, als Wunder empfinde, weil es eben nicht dieses Willkommen irgendwo an hat, sondern es geht genau um diesen Weg, den Prozess und jeder Aspekt, jede Ebene ist immer wundervoll. Wunder, eben ein Wunder auf ihre Art und Weise. Ja. Du siehst, Celia, ich habe bei Andrea eine gute Weggefährtin meiner, ich schaue ja, das wissen, glaube ich, die wenigsten, plötzlich so diese ganze Wunder, die sich einfach ergeben, ohne dass wir etwas tun, in die Richtung, das habe ich davor gar nicht wirklich so wahrgenommen. Yeah. Und aus diesem Präsentersein heraus, aus diesem mehr Verbundensein mit dem, was gerade ist, yeah, aus diesem authentisch Wünschen, yeah, aus dem Sein, geschehen die Wunder. Yeah. Also wir alle haben so eine Transformationsgeschichte erlebt, also Andrea und Celia und ich, aus gestressten, schmerzhaften Formen hin zu mehr Leichtigkeit. Mhm. Und da ist ja schon was Wunderbares drin. Mhm. Und doch leben wir natürlich Leben, also mit allem. Und was aber jetzt mit der Zeit und über Monate und Jahre auch darin sich zu bewegen, passiert ist genau das, was ich jetzt gehört habe bei dir, Andrea, dieses die nächste Runde durchkommen und wieder was sehen. Mhm. Da gibt es noch mehr. Wie du sagst, ich dachte, ja, da weiß ich, oh. Okay. Und da weg von diesem Ziel hin zu leben, oder? Mhm. Total. Mhm. Erfahren. Ich glaube, dafür sind wir hier, für erfahren. Und sei es die Erfahrung zu machen, sich bewusst zu erfahren. Mhm. Andrea, gibt es irgendwas, wo du eine neue Schleife gedreht hast vor kurzem, wo du was Frisches gesehen hast, die du gerne mit uns teilen würdest? Absolut, ich drehe gerade mehrere Schleifen immer wieder, habe ich das Gefühl, so spannend sind dieses Jahr
unglaublich kraftvoll, also klar insgesamt, aber für mich selbst auch. Und am Anfang des Jahres habe ich gespürt, während ich mich so beobachtet habe, wie ich so an Gedanken des Mangels so ein bisschen angehaftet habe und da ein bisschen meine Zeit für verbracht habe, was völlig okay war, und habe daraus dann irgendwie dieses Bedürfnis entwickelt von, oder die Frage, wenn ich doch für meinen Neffen zum Beispiel, also gegen meinen Mann, wenn ich für meinen Neffen doch so eine bedingungslose Liebe empfinden kann, dass Liebe, dieses Gefühl von Liebe, es ist ja einfach eine Emotion, eine Energie, dass die so, sich so anfühlen kann, hey, dann muss ich, weil es ist ja auch eine Projektion, dann muss ich das ja auch genauso in Partnerschaften erleben können. Und dann wurde ich so richtig neugierig, das hat mich schon immer interessiert, aber ich war nie an diesem Punkt dieses Wunders überhaupt, dieser Frage, die sich plötzlich so möglich angefühlt hat. Und dann habe ich mich auf die Reise in diesem Jahr gemacht, genau den Situationen zu begegnen, in denen ich genau das erfahren darf, immer wieder. Und dann plumpse ich immer wieder auf die andere Seite, bin ich da mal wieder ein bisschen, gucke ich mir die wieder an. Aber dieses Gefühl und das Verständnis von bedingungsloser Liebe, wirklich dieser ganz reinen Liebe, die einfach ist, die immer ist, egal was dann wirklich, wie es sich zeigt und egal wie es sich materialisiert quasi, aber diese Energie einfach und dieses Verständnis darüber, dass eben, dass ich auf die Blume im Garten das projizieren kann quasi und dass dadurch in mir diese Energie quasi erzeugt oder auf einen Partner, auf seinen Hund, der jetzt bei mir wohnt, oder auf einen Duft oder ein Essen. Und dadurch ist so eine Freiheit entstanden. Und trotzdem finde ich auch in dem anderen Punkt, finde ich genauso cool, genauso okay, aber immer ist doch immer schön, wieder auf diesen leichten Pfad zu gehen, sozusagen, in dem einfach das ist und die Bewertung noch mehr raus ist. Ja. Wir haben genau über das geredet, Celia, ja, gell? Ja. Ich höre zwei Ebenen aus dem heraus. Also das eine ist diese unpersönliche Liebe. Das ist diese allumfassende Liebe, die wir sind und die wir jederzeit für alles im Leben empfinden können. Mhm. Und die absolut immer für uns da ist. Also ja, egal ob wie du sagst, in deiner Sprache, ob ich das auf einen Hund oder eine Blume projiziere. Ja? Mhm. Und das andere, was ich höre, und da habe ich begonnen dieses Jahr, etwas zu sehen. Ich möchte nicht behaupten, sehr viel, aber etwas. Nämlich in dieser persönlichen Liebe, egal ob in Freundschaft oder Partnerschaft, wirklich, wo wir ein Mensch quasi, das fühlt sich immer wie was anderes an als eine Blume in unserer persönlichen Wahrnehmung. Und dort haben wir doch unbewusst unendlich viele Bewertungen und Erwartungen, was wir von dem anderen Menschen uns wünschen und wo wir enttäuscht sind, wenn wir es nicht bekommen und glücklich uns fühlen, wenn wir es erhalten von dem. Und ich hatte neulich, so vor einigen Wochen, einen Moment, dass, ich will nicht sagen erwachen, aber ein Sehen, eine Schleife drehen, wie du sagst, etwas noch tiefer sehen, nämlich diese Idee, sei dankbar für diese persönliche Liebe, egal in welche Form sie zu dir kommt. Und ich tue mir seit einigen Wochen immer leichter, wenn meine Erwartungen kommen, weil immer wieder diese Stimme kommt, sei dankbar für das, was du hast. Und das höre ich ein bisschen einfach in dem, was du auch erzählst, nur von meinem Sehen heraus. Mhm. Ja. Absolut, das ist so schon formuliert gerade. Mhm. Ja. Ja, und ihr beschreibt es so schön, dass wir eben beides fühlen, sehen und sein können. Mhm. Wir benennen es als totally human and more than human. Mhm. Voll Mensch mit, hey, ich will jetzt aber mehr, aber wieder erwachen, dankbar. Ah, oh, schön. Mhm. Hinzu, es ist immer Liebe. Mhm. Immer. Und ich glaube, aus dem es ist immer Liebe, wissen wir auch, ob wir bleiben oder gehen, ob es was zu tun gibt oder nicht. Mhm. Weil es ist ähnlich, wie vorher Sandra gesagt hat, einen Scheiß muss ich, bedeutet nicht, dass
dass es manchmal nicht Schritte gibt. Mhm. Oder? Und auch da werden die fast offensichtlicher. Auch wenn es keine gibt, wird es offensichtlicher. Das finde ich auch so spannend, dass das, was jetzt vielleicht etwas, ja, die drei, ich weiß nicht, wie die leben, oder abgehoben tönen könnte, hat ganz praktische Aspekte. Im Sinne, doch, ich kann darin bleiben in der Situation, weil ich das Allumfassende und das ganz Menschliche sehe und aber nicht im Konzept und im wie es sein sollte, mich verliere. Und dann können wir auch gehen oder bleiben, Schritte tun, aber nicht, indem wir die Liebesgeschichte beenden oder erfinden im Kopf, sondern indem wir sie leben. Mit dem Partner, mit der Chefin, mit dem Kind. Echt, jetzt. Und dann wissen wir auch, was zu tun oder eben nicht zu tun ist. Auch wenn, auch wenn es nicht den Konzepten entspricht, die wir davon haben, oder von Leben oder von Erziehung oder Partnerschaft. Das habe ich auch gehört von euch beiden. Ja. Wir wollten überhaupt, Andrea, diese Serie auf die Beine stellen, weil wir befinden uns gerade in einem besonderen Jahr, wie alle wissen, die kollektive Erfahrung von dieser Pandemie und politische Situationen, es gibt Umweltsituationen, also alles. Für viele Menschen fühlt sich das gerade sehr herausfordernd an. Sie haben das Gefühl, im Unbekannten zu sitzen, nicht zu wissen, wie es überhaupt weitergeht, wann wir überhaupt mit unseren Liebsten mehr Kontakt wieder haben dürfen, nicht zu wissen, wann wir wieder verreisen dürfen an die tollen Orte, die wir gewohnt sind zu gehen, nicht zu wissen, wann ein Job wiedergefunden wird, weil man entlastet wurde. Was erlebst du in deiner Arbeit? Du arbeitest auch mit ganz vielen Menschen weltweit. Hast du diese Unsicherheiten dieses Jahr in deiner Arbeit noch mehr gespürt? Was war deine Erfahrung? Das war ganz interessant, weil es in diesem Jahr wie in so Wellen kam. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gespürt habt, aber diese Wellen, in denen unterschiedliche Themen kamen und unterschiedliche so Gefühle, die dominiert haben, in auf jeden Fall den Frauen oder der Gruppe, die ich begleite. Und ja, ich habe vor allem diese Angst am Ende vor dem Tod, vor dem Nicht-mehr-Sein, vor dem Nicht-gut-genug, also diese ganzen Ängste, in denen es ja auch um Sicherheit geht, denn all das hat am Ende mit Sicherheit zu tun, ganz stark gesehen und vor allem auch wie an allem so alles Beziehung und Job, alles, was vermeintliche Sicherheit uns gibt oder die Idee, wo wir sie darauf projizieren können, dass wir das fühlen, also unsere Brücke, für mich ist es immer wie eine Brücke zu einem Gefühl, und wo diese Brücken alle plötzlich angefangen haben zu wackeln, so das, was seit Jahren keine Freude mehr gemacht hat, wo wir eigentlich schon gespürt haben, die Beziehung, in der es schon gekriselt hat und all diese Dinge, und die haben ja ganz viel mit Sicherheit zu tun, wie es an denen ganz gerüttelt und manches ist auseinandergebrochen, manche sind gesprungen aus dem Turm, manche rütteln gerade, manche sind wieder eher zusammengekommen, haben ihre Burg noch fester gebaut. Und das ist unglaublich interessant. Das habe ich in diesem Jahr oder erlebe ich in diesem Jahr gerade so wie in noch keinem Jahr so extrem. Ja. Und gehe ich aber richtig in der Annahme, dass es dir eher so geht wie uns? Wir sind uns bewusst, die Stürme, und wir sehen die auch. Aber im Innen ist es relativ leicht und einfach. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, mich hätte es umgehauen davor. Ich wäre überfordert gewesen. Solange ich dachte, dass es im Außen
die Verantwortung für mein Gefühl gibt. Mhm. Verrückt, oder? Ja. Und wir beobachten können für uns, wie viel leichter das es heute ist. Weil wir sehen, dass es unsere Gedanken und Gefühle, unsere Realität erschaffen. Das bedeutet nicht, dass es nicht stattfindet. Mhm. Aber meine Wahrnehmung davon ist eine andere. Und so wie ich dich jetzt gehört und erlebt habe, erfahren es deine Kundinnen und Kunden als schwer? Und was ist es, was hilfreich ist zu sehen, damit es eben auch in herausfordernden Zeiten, und das sind sie, auch für uns, gibt es Bälle zu jonglieren. Aber der Umgang damit hat sich verändert. Und was würdest du sagen, für dich oder für deine Kundinnen ist hilfreich zu sehen? Jetzt habe ich rumgeschwurbelt, sorry. Aber es kam, glaube ich. Total klar. Gut. Ich finde, vor allem, wenn ich es runterbreche, dass das vor allem das Sehen, Erkennen, Anerkennen davon, dass das alles eine Erfahrung ist. Hm. Und damit einhergehend das Lösen der Anhaftung da an dieser Identifikation damit und das Feststellen, dass dann dieses Leiden kreiert. Und so wie so einen Schritt zurücktreten und sehen, das erfahre ich alles. Und das macht so einen großen Unterschied. Also für mich ist es auch ein Prozess, und das sind Worte, die ich zum Beispiel für benutze, anerkennen, die statt das zu bewerten, eben wahrzunehmen, präsent zu sein, wie ihr gesagt habt. Und im nächsten Schritt dadurch automatisch dieses Loslassen davon, dass es in einer bestimmten anderen Weise auch sein müsste oder richtig oder falsch ist, gut oder schlecht, hin zu dem Erfahren davon, dass wir es als gut oder schlecht trotzdem bewerten. Mhm. Aber dahinter ist diese Tiefe, noch dieses tiefe Wissen. Ich mag immer so gern dieses Sinnbild von, oder die Metapher, das Bild von einem Spielplatz, so, wo der Rasen, das ist für mich so das Vertrauen, dieses Anerkennen davon, dass es eine Erfahrung ist. Weil es eine Erfahrung ist, die kommt und geht. Und der ist wie so weicher Rasen, so ein Vertrauensboden sozusagen. Und auf dem ist der Spielplatz und da geschehen ganz viele Dinge. Wir stoßen uns an der Rutsche, wir haben Spaß auf der Wippe, unser Eis fällt runter und wir weinen und all diese Erfahrungen machen wir. Aber darunter ist immer dieser Rasen, dieses tiefe Wissen, dass in der Erfahrung wir diese Erfahrung aber anerkennen. Ja, und das ändert wirklich das wirklich aber zu fühlen, auch nicht nur in einem Buch zu lesen und dann, stimmt, spirituelle Gesetze hier und so weiter. Ich sehe das alles so, sondern wirklich im Herzen zu fühlen. Das ändert einfach alles. Hm. Ja. Ohne dass es alles ändert. Also, genau. Weil wir weiterhin Erfahrung sind. Aber sie sich leben leichter anfühlen. Hm. Und du bist sie nicht. Du hast sie. Ja. Das habe ich gehört, oder? Ja. Du bist mehr als das Bewusstsein und die Erfahrung. Mhm. Und dieses Sehen. Vielen Dank. Shelia, du wolltest was sagen. Gell? Ja, nee, ich hab mich gerade erinnert gefühlt an ein Gespräch mit Francesca. Mm. Die ist eine Italienerin, eine heißblütige Italienerin, die in der UK lebt. Und die hat mehrere Restaurants, eine Sprachschule, ein Reiseunternehmen. Also sie ist wirklich eine Vollblutunternehmerin mit multiplen Businesses. Und wir haben sie geinterviewt im Sommer, glaube ich. Und zwar ging es um diese Pandemie und was das bedeutet. Weil alle ihre Businesses wurden betroffen. Alle drei oder vier und mehrere Restaurants und Steakhouses und Eisdielen. Und sie hat da was gesagt, was ich so interessant fand. Für sie diese Erfahrung, von der du sprichst, die immer wieder neu geladen wird, war wie für sie, als würde sie in einem Spiel, also das Spiel des Lebens, und sie würde quasi neue Szenarien kriegen in dem Spiel und gleich für sie mitgeliefert werden die Instructions, also die Anleitung dafür, jetzt durch diese Erfahrung durchzugehen. Und
Trotzdem, dass ihre Geschäfte geschlossen werden müssen, trotzdem, dass sie Mitarbeiter entlassen müssen, trotzdem, dass ihre Eltern auch mit im Spiel waren in Italien, weil sie haben das Eis gemacht und sowas. Mhm. Sie hat einfach darin eine Go-Mentalität. So, yeah, new Erfahrung, let's go. What do we do now? Und das hat für sie wie ein innerer Challenge so aufgerufen. Ich habe sie sehr bewundert. Ich weiß nicht, ob ich das so spielerisch machen könnte, wie sie es beschrieben hat. Aber ich wurde gerade daran erinnert, weil wenn wir keine Angst hätten vor diesen Erfahrungen, weder die Erfahrungen, die im Innen auftauchen in unserem Feld des Bewusstseins, noch von den Erfahrungen im Außen, die, wie Bälle, Lea sagt immer so, die Bälle des Lebens, die uns zugespielt werden im Spiel des Lebens. Mhm. Wenn wir keine Angst hätten von diesen Erfahrungen, sondern einfach frei wären, die zu spüren und zu durchleben, was würde das für einen Unterschied machen? Weil ich glaube, vieles Leid, was wir im Leben haben, ist nur im Widerstand zu gehen mit der Erfahrung, reinzusinken in die Erfahrung, als würde unser komplettes Dasein davon abhängen. Und ja, das habe ich gerade gehört in deiner Ausführung. Mhm. Oh, so eine schöne Geschichte dazu. Mhm. Ja, die Francesca, sie ist eine coole Socke. Mhm. Klingt so. Ja, in diesem keinen Widerstand, oder? Wir können den sogar haben und durch das Bewusstsein aber darüber hat er uns nicht. Ja. Der Widerstand, oder? Und wir verlieren uns nicht mehr so stark oder oft darin und können zurück zum Moment. Mhm. Und ich glaube, was mir so kam, war, die Instructions, die Regeln, die Werkzeuge sind immer im Moment für uns da. Und wir möchten sie aber für die Zukunft und wir würden sie am liebsten noch ändern für die Vergangenheit und hüpfen da so lustig an Orte, wo sie gar nicht sind. Also wenn wir zu sehen beginnen, wir kriegen immer wieder die Instructions für jetzt, für den nächsten Moment. Wir spüren den Boden unter unseren Füßen. Ah, der ist da. Ah, auch wenn wir fallen, ist er da. Und dieses letzte Woche haben wir von dem Pendeln gesprochen. Mhm. Es ist wirklich immer wieder so das Hinstellen. Ah, jetzt. Und dann sehen wir. Ah, da muss Salbe aufs Knie von der Rutsche. Oder? Mhm. Ah, ich hole mir noch ein Eis. Der ist ja da und ich habe 3 Euro, oder? So dieses und nicht mehr verharren. Ich verharrte, mein Eis ist auf den Boden gefallen und weinte da ins Eis und habe mir noch das Eis in mein Gesicht gepappt, oder? Anstatt zu und wieder zu sehen, da ist ein Eiswagen, cool, ist alles da. Und das bedeutet nicht, und das wissen wir alle drei natürlich auch, dass wir keine Bälle kriegen. Ja, es stürmt. Ja, die Dinge sind da. Aber der Umgang damit, verdammt, ist so viel leichter. Ich hätte mir das echt nicht erträumen können. Und ich glaube, du, Andrea, gerade auch in Bezug auf Schmerz und Körperlichkeit und da zu sein, auch nicht, oder? Dieses Wunder der Leichtigkeit. Genau, es ist ein Wunder und die ultimative Freiheit, das ultimative Glück, finde ich, diese innere Freiheit in diesem Erkennen, in diesem Sehen. Und absolut, ich habe früher, wenn ich echt chronische Schmerzen über 20 Jahre erfahren habe in meinem Körper, so 15 bis 20 Tage im Monat, sehr starke Migräne,
Übelkeit, diese ganzen Sachen. Und was ich immer gedacht habe, was möglich wäre, oh mein Gott, das hätte niemals dahin gereicht zu diesem, hey, selbst wenn jetzt Schmerzen da sind, ich bin okay mit dieser Erfahrung. Und wie das alleine schon alles verändert hat und die physische Veränderung dann später auch eine Folge war, aber dieses Erkennen erst einmal, das war in Wahrheit, das war das große Wunder, während ich die ganze Zeit dachte, das Wunder ist das, nie wieder Schmerz empfinden, nicht mehr leiden, keine Angst mehr haben, kein Kopfkino, kein Kopfzirkus mehr haben. Aber in Wahrheit war es so ganz anders, nämlich in dem Anerkennen von all diesem als seine Erfahrung, während es noch geschieht. Es ist echt so ein Wunder. Ja. Ja. Und das ist eben für alle möglich, oder? Ja. Mhm. Ich hätte das niemals gedacht. Und früher, wenn alleine Ärzte haben immer wieder gesagt, du musst halt weniger denken. Dann zerbrichst du dir auch nicht so den Kopf. Und ich so, was, ich habe 20 Tage im Monat. Na schön. Und habe immer gedacht, das geht nicht, weil ich bin doch jemand, der grübelt ganz besonders viel. Ich habe mich damit auch so identifiziert. Ich bin eher so jemand, ich mache mir halt Gedanken, ich mache mir halt viel Sorgen, ich bin viel in meinem Kopf damit. Und dadurch habe ich ganz, ich wusste ja auch gar nicht, wie oft, weil ich jetzt ja auch nicht, wie viele Gedanken hat denn so jemand anders. In Wahrheit weiß ich das nicht. Und hätte niemals gedacht, dass für mich das möglich ist, dass das nicht mehr auf eine leidvolle Art und Weise ist, eine Schwere von, oh, das sind Gedanken und die haben mich gefangen, sondern dass die Erfahrung sich gar nicht ändern muss und gleichzeitig ändert sie sich komplett, weil ich sie als solche wahrnehme. Und das ist so ein krasses Wunder, finde ich. Also bei mir, für mich auf jeden Fall. Es war gar nicht in meinem Raum der Vorstellung. Also so ein Wunder. Ja. Und ich findest du auch, Shelley, aber Andrea hat gerade diese Verbindung, der Missing Link, so unglaublich wunderbar beschrieben. Wir haben die Gedanken immer noch, du hast sie, die kommen. Aber deine Beziehung zu den Gedanken, du türmst nicht noch 10.000 darüber auf. Oder? Und dann können die einfach sein. Und du kannst sie haben und fühlen und dann kommt die nächste. Und was wir aus dem Missverständnis heraus tun, wir wussten es ja alle nicht. Nein. Wie konnten wir auch? Absolut. Wir dachten, durch das Denken über das, was wir gerade denken und fühlen, verändern wir die Erfahrung. Und das ist ein fundamentales Missverständnis. Und das heißt nicht, dass wir diese tollen 16 Zentimeter zwischen unseren Ohren nicht gebrauchen können. Natürlich können wir die gebrauchen. Autofahren, Excel-Tabellen erstellen, schreiben, denken manchmal. Aber zu wissen, wie es funktioniert, verändert die Welt. Von innen nach außen. Verrückt. Es ist so manchmal. Ja, manchmal ist das so, passiert es wirklich. Ja. Das geht jetzt eine neue. Oder? Ja. Und übrigens, Andrea gehört zu den wenigen wie Shelley auch, die mich vorher und nachher kennen. Na ja. Ja, weißt du, interessant, dass du so siehst, als vorher nachher bin ich cool. Erzähl mal von der Lea vorher. Ich habe tatsächlich auf einem Bogen bei unserer ersten Ausbildung von Andrea und mir, habe ich angekreuzt, dass ich sau schlecht bin in Intuition, dass das meine absolute Schwäche ist. Alle haben das, ich nicht. So viel von deinem Vorher habe ich nicht gesehen, Lea. In Wahrheit, Lea, ich habe Lea gekriegt als Kundin bei mir im Business- und Marketing-Coaching. Ich erinnere mich. Ja, und sie hat
bei mir, glaube ich, einen strategischen Halbtag gebucht damals. Mhm. Ich weiß noch, ich war in Italien damals und wir hatten immer so Skype-Gespräche. Und Lea hat mir eigentlich alles erzählt, was sie aus ihrer Intuition heraus in ihrem Business gemacht hat. Und ich habe im stillen Heimlichen gedacht, was hat sie mich überhaupt gebucht? Die ist so super unterwegs. Und dann irgendwann mal habe ich es auch ausgesprochen nach dem Motto, ich musste ihr sagen, dass sie eine Fehlinvestition betätigt hat. Wow. Du bist irgendwie mega gut unterwegs. Und ich glaube, ich habe es zu ihr sogar gesagt, Lea, ich glaube, wenn ich da reinfusche mit meinem strategischen Wissen und ich mache alles nur kaputt, was du aus deinem, sie war in diesem, ich sage es so mal, in diesem Anfänger-Modus, wo man Lust hat auf Business und noch keine Sorgen hat darüber, wo man einfach denkt, alles ist möglich und ich probiere das und jenes aus. Mhm. Bei vielen Solopreneuren und Leute, die Business machen, verlieren das nach kurzer Zeit. Und sie war noch da drin. Insofern, ja, dein Vorher war für mich schon gut. Und dann habe ich sie gesehen nach ihr Aufwachmoment, wo sie so keine Worte mehr gefunden hat und alle ihre Kunden verloren hat, Andrea. Also nachdem wir begonnen haben mit der Arbeit, weil sie... Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, weil sie einfach nicht mehr in der Lage war, zu coachen, wie sie vorher gecoacht hat. Das hat für sie keinen Sinn mehr gemacht, nachdem sie das gesehen hat. Und ich dachte mir, scheiße, auch noch das. Und ich war tiefenentspannt und happy. Ich wusste, I found it. Ich sehe es, alles gut, alles gut. Ich kann morgen Brot verkaufen gehen und bin okay. Das werde ich nie vergessen, als du, ich lebe ja auf Bali hier und ich war auf Bali vor, ich weiß nicht, wann war das, 2-3 Jahren, das ist gar nicht so lange her. Ich bin mal wieder auf die andere Seite geschwupst und hatte eine Nachzahlung beim Finanzamt, die so hoch war, dass ich sie definitiv nicht bezahlen konnte. Es waren viele Tausende, die hatte ich nicht auf meinem Konto. Und habe plötzlich gedacht, es war ganz doll im Drama. Ich muss jetzt ins Gefängnis nachher gefühlt, das habe ich nicht ausgesprochen, aber so weit war ich quasi schon zu meinen Eltern und einfach diese pure Angst von ich bin nicht sicher, ich habe nicht genug, während ich da ja saß und sicher war. Und das war viel ein Thema für mich in meinem Leben, diese Angst, diese Geldangst, diese Existenzangst. Nicht, dass ich das jetzt nicht auch irgendwie mal die Erfahrung mache, aber eben es fühlt sich jetzt ja anders an. Und damals hast du zu mir gesagt, wir sind da so durchgegangen. Ich glaube, damals warst du mit den Engeln gerade unterwegs. Da war, glaube ich, was mit Engeln. Und in dem Coaching. Und ja, war das ganz begeistert. Es war sehr schön. Ich liebe es immer, wenn Menschen begeistert sind von Sachen. Also super schön. Dann hast du mich gefragt, ja, aber Andrea, guck mal, hast du denn jetzt, bist du satt? Hast du ein Dach über dem Kopf? Hast du deine Körpertemperatur gut quasi? Geht es dir gut? Bist du okay? Und es war so basic eigentlich, aber es hat mich so sehr in dem Moment einfach in die Präsenz gebracht. Und trotzdem konnte ich danach auch trotzdem das andere wieder leichter beobachten. Aber das hat mir so geholfen, um wieder dort zu sein und nicht mehr da drin zu denken, das bin ich. Mhm. Und das noch größer werden muss. Es war so einfach eigentlich. Manchmal können so einfache Sätze, finde ich, und so sehr wieder hierher holen. Mhm. Ja. Absolut. Ja. Oh, schön mit euch. Super schön mit euch. Haben wir noch mit Andrea? Haben wir noch? Ja, wir haben noch ein bisschen so einen Abschluss. Ja, ich habe gedacht, ich teile mit euch nur ganz kurz so meine Rotkraut-Geschichte von heute früh. Ich bin auf der Couch und höre zu, während wir sprechen. Und der hat heute früh sehr aufgestanden und er hat so einen Rotkohl gehabt, weil er wollte das erste Mal sein Leben so einen Rotkohl richtig machen und kochen. Mit Handschuhen saß er dort und hat geschnippelt. Und dabei kam raus so eine Schüssel von dem wunderschönsten tief lila rote Schnipsel. Und ich habe gedacht, mein Gott, wir kommen auf diesen Planeten und es wächst aus dem Boden Sachen, die wir essen können, wovon wir leben können.
Und auch noch so schön, also ich, so diese Wunder für mich ist manchmal in wirklich in diese absoluten Basics, die wir vergessen, wenn wir in unserem Zerdenken des Lebens drin sind, was wir überhaupt nicht sehen. So, es gibt eine meiner Lieblings-TED-Talks, A Stroke of Insight, wo eine Neurowissenschaftlerin von ihrem, sagt das auch aus Deutsch, sie hatte einen Schlaganfall. Und wie ihre eine Gehirnhälfte mit Blut füllte. Und sie, das Denken wurde ausgeschaltet. Und die andere Hälfte war noch heil und sie war in diesem paradiesischen Einsseingefühl mit allem. Genau. Und in diesem Moment hat sie ihre Hand angeschaut und hat gedacht, what the fuck? Dieses primitive Hand einerseits und andererseits dieses Wunder, dass diese Finger sich bewegen, wenn wir einen Schnitt reinmachen, dass es wieder heilt. What the fuck? Entschuldigung, alle da draußen. Hoffentlich werde ich nicht zensiert auf Facebook dafür. Aber das ist es auch, oder? Das hat mich auch gerade erinnert, Andrea, wie du gesagt hast, dieser einfache, bin ich satt? Ist meine Körpertemperatur auf die perfekte Körpertemperatur, wie sie meistens ist? What? That's a miracle. That's an absolute miracle. Oder? Fucking miracle. Und wir müssen nichts dafür tun. Ja, unglaublich. Und je mehr wir wieder sehen, dass es aus dem Sein ist, wir es nicht tun müssen, bis wir was zu tun haben. Mhm. Was das? Zu tun wollen, oder? Ja, wir können ja so viel tun, wie wir wollen, aber wir können eben. Aber wir müssen überhaupt nicht. Ja, das ist wirklich so. Diese Wunder eben wieder überhaupt zu sehen, solange wir ja im Kopf sind und in unseren Geschichten und im Widerstand und Leid, sehen wir sie nicht mehr, erfahren sie nicht, fühlen sie nicht. Und verpassen so das Leben, weil das Leben ja nur immer gerade da stattfindet. Wahnsinn. Ja. Andrea, hast du irgendwas, was du gerade im Petto hast für das neue Jahr, von der du berichten möchtest, bevor wir auseinandergehen? Meinst du ein Angebot? So, keine Ahnung, irgendwas, wo man in die Video schaut, irgendwas, was du tust, keine Ahnung. Ich überlege tatsächlich, ich habe das noch nicht publiziert, aber an Silvester quasi, wenn es in Deutschland 0 Uhr ist, ein Instagram Live und auf Zoom zu machen, wo ich ein bisschen Harmonium spiele und singe und wir vielleicht ein bisschen in die Stille gehen und einfach für alle, die zu Hause sind, auch kostenfrei, also für alle einfach, die zu Hause sind, vielleicht sogar allein sind und sich nach Gemeinschaft sehen, weil ich das ganz doll spüre, natürlich gerade, dass es vielen so geht und ja, dann einfach ein bisschen zusammen zu sein. Und vom 8. bis 10. Januar mache ich dann noch einen Online-Retreat, bei dem es vor allem auch um eine spielerische Art und Weise geht. Am Ende auch wieder über die Prinzipien, über die wir gerade gesprochen haben. Meine Wortlaute dafür sind eben immer wieder das Anerkennen und Loslassen und da eben auch zu gucken, wo bin ich gerade da von diesem Jahr noch irgendwie so drin, wo darf ich mehr Leichtigkeit einladen und aus diesem mit dem Herzen verbunden ins neue Jahr gehen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ansonsten bin ich gespannt aufs nächste Jahr. Das wird sich ja wieder aufregend, viele Erfahrungen, immer wieder, wie ich vorhin gesagt, immer wieder eine neue Erfahrung, ein neues etwas, was sich auftut. So schön. Und auf Instagram bist du auf @Andrea_Morgenstern, ja. _Morgenstern. Das schreibe ich mir auf, weil wenn ich das später nochmal poste, dann weiß ich Bescheid. Das ist lieb. Wer meinen Makramee-Weihnachtsbaum auf Bali sehen möchte, ja, der an meiner Decke hängt, der kommt da gerne vorbei. Sehr cool.
Ah, hey, du Liebe, vielen Dank. Das war wunderbar. Im Wundern zu schwelgen mit dir. Ja. Und ich freue mich auf unsere nächsten philosophischen Gespräche auch im nächsten Jahr. Ja. Danke. Danke, Lea. Danke. Ciao. Ciao, Liebe. Tschüss. Tschüss. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Danke. Ich weiß gar nicht. Oh, das war sehr schön. Das war sehr, sehr schön. Okay. Wollen wir ein bisschen Kaffee trinken noch, Lea? Ein bisschen essen? Ein bisschen uns, ich meine, wir sind schon. Also, wann haben wir gestartet heute? 21:15 für uns, für euch um 22:45. Ja, schon 2 Stunden zu Gange. Mhm. Also schon ein anspruchsvolles Format, was wir uns da vorgenommen haben. Okay. Ja, und es ist und bleibt spannend. Wir haben noch auch intensiven Vorabend vor uns. Und heute Morgen habe ich echt gedacht, what the fuck are we doing? Das denken wir ja immer mal wieder. Auch wir. Und auch da immer wieder zu sehen, es geht nicht um mich, es geht nicht um dich. Es ist dieses, wenn einer was hört, wenn es ein wenig leichter werden kann, wie es für uns leichter werden konnte, gilt nur, mir aus dem Weg zu gehen. Ja, absolut. Und ja, rauszugehen damit in all diesen wunderbaren Formen, die uns irgendwie in den Sinn kommen. Und manche sind herausfordernder und als andere. Genau. Und ich habe eine Weggefährtin gefunden. Und wir können uns verkleiden miteinander. Und wir können extrem real Business Talk haben. Wir haben sogar ein bisschen Streit gehabt diese Woche. Haben wir? Ja, ich habe gedisst. Ach. Und habe danach mich entschuldigt. Das war für mich kein Streit. Es war lustig. Es ist einfach die Dankbarkeit, dass ich mit dir unterwegs sein kann. Eben mit dem Boden, den wir gemeinsam haben. Und wir wirklich darauf spielen können, kreieren können, uns die Köpfe an der Rutsche anschlagen können und immer wieder der Spaß, der Boden darunter. Weißt du, was du noch gar nicht erwähnt hast in den letzten Stunden? Normalerweise ist das dein Lieblingsthema, nämlich das Giveaway. Jawohl, du kannst gewinnen. Ich sehe eben Facebook nicht. Darum bin ich, glaube ich, irgendwie, ich weiß, es sind Leute da. Ich spüre es. Ihr seid da. Es gibt ein Geschenk und du kannst das Geschenk gewinnen, ganz einfach, wenn du in den Kommentaren postest. Und das Geschenk ist erneut das Paket. Mein geheimes Leben Paket bedeutet, du hast Zugang sofort zu allen Videos mit diesen berührenden, wunderbaren Geschichten von all diesen Menschen. Und falls du gewinnen solltest und es schon hast, darfst du es auch verschenken. Zu Weihnachten zum Beispiel an einen lieben Menschen. Also ganz am Ende werde ich Vilja wieder antippen und sie wird aus dem Generator einen Namen hervorzaubern und diejenige oder derjenige wird genau das Mein geheimes Leben-Paket bekommen auf Deutsch oder Englisch. Das ist dann deine Wahl.
wie du möchtest. Also poste, schreibe, cheer us up, auch wenn wir es gerade nicht sehen. Aber ich glaube, ihr seid dabei. Shelia sieht es. Shelia sieht es. Die Isa ist auf jeden Fall dabei. Die Bea, die Marlene. Moment, ob ich hier gucken kann. Wenn ihr denkt, dass auch Leute jetzt über die Mittagszeit vielleicht Lust haben, noch die zwei wunderbaren Transformationsgeschichten von den Hacky-Schwestern zu hören, dann teilt doch auch unsere Facebook-Seite mit den Menschen und ladet sie ein, dass sie auch noch live mit uns gehen können, Kommentare schreiben und gewinnen. Ich wäre schon, ich habe schon sowas Fernsehmoderatorin. Ja, gell? Also, ja, genau. Also, du hast gefragt vorhin, was das größte Wunder ist. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und zwar für mich, seitdem ich in diese Richtung der drei Prinzipien schaue und mehr über das Leben und das Menschsein gesehen habe, ist folgendes Wunder passiert. In meinem Leben vorher war ich, ich hatte eigentlich alles. Ich hatte eine sehr liebevolle, intakte Ehebeziehung. Ich hatte ein schönes Haus mit Taunus an einem Bach und mit Pferden hinter uns und ein warmes Bett und viel zu essen. Ich hatte sehr, sehr gute Freundinnen und Freunde in meinem Leben aus der ganzen Welt, die für mich alles tun würden. Ich hatte ein Business, das erfolgreich war mit vielen Kunden und ich war auch in Momenten nach außen im Fluss zum Teil. Ich bin so ein sonniger Gemüt, so generell. Ich glaube, ich bin auf der Welt gekommen, einfach mit so guter Laune und ganz viel Liebe für andere Menschen. Das gab es auch. Und gleichzeitig, ich war im Innen sehr häufig im Leid. Ich war im Innen in dem Gefühl, etwas stimmt mit mir nicht. Ich war in dem Gefühl, warum habe ich im Außen alles, was alle wollen und ich bin mit dem nicht zufrieden oder ich schöpfe daraus kein Frieden. Also letztendlich war ich im Innen sehr wenig friedvoll und mein Körper hat mir das sehr, sehr stark gezeigt. In verschiedensten Formen, von Depression über Burnout, über jahrelange chronische Schmerzen, Themen, die ich nicht lösen konnte. Und das Wunder war, als ich die Instructions bekommen habe, so funktioniert Life, so funktionieren das Leben. Wir sind lebendig, we are alive. Mind, wir sind... Du Liebste, Michi, Ruhe, ich höre Shelia nicht. Michi, hörst du? Ja. Okay. Gut, jetzt das kommt. We are alive, wir leben, wir sind aus der gleichen Energie, wie Universen geschaffen worden sind. Und wir sind verbunden an diesem Lebendigen. Wir sind dieses Lebendige. Wir sind nicht verbunden, wir sind es. Und wir denken wie alle anderen Menschen auf dem ganzen Planeten. Und durch unser persönliches Denken entsteht Gefühl und Erfahrung. Wir haben dadurch das Geschenk einer menschlichen Erfahrung. Mhm. Und we are aware, wir sind bewusst, wir können durch alle unsere Sinnen sehen und erleben diese beiden Dinge, die Lebendigkeit und die persönliche Erfahrung. Und wir können einen Unterschied erkennen in beiden.
und diesen Beobachter des Lebens sein, was diese ganzen Erfahrungen anschaut und mitmacht, aus der Beobachtung heraus. Und durch dieses Verständnis ist das, was im Außen war bei mir, im Innen auch so. Das ist also quasi das Innere war, dass alles im Einklang gekommen ist. Und das ist nicht wenig. Ja. Als ob du zu dem aufgewacht wärst, was schon war. Oder? Ja. Und es macht plötzlich so Sinn mit dem Wissen, das du jetzt hast, die Regeln zu kennen, das, wie es funktioniert. Bist du allein mit dem Spiel? Ja. Okay. Absolut. Sehr schön. Vielen Dank. Aber so gerne. Andrea wartet, Andrea Hacki, unser nächster Gast, und wir heißen Sie ganz herzlich willkommen. Hallo, liebe. Hallo. Hallo. Hallöchen aus Deutschland in die Schweiz. Ja, hallo aus der Schweiz. Ja, Andrea, wir freuen uns unglaublich, dass wir heute deine Geschichte deines Wunders hören dürfen. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ich habe Andrea gestern gesagt, dass ich einfach sehe, wie diese Augen lebendiger und lebendiger werden und voller Schalk hinter der Brille hervorkommen. Und wir durften dich wirklich erleben und begleiten, wie du das Leben neu entdeckt hast für dich. Und wie du nun auf dem Weg dazu bist, auch das mit anderen Menschen zu teilen. Wir freuen uns sehr, dass Andrea Hacki uns ihre Geschichte erzählt. Vielen Dank. Also. Meine Transformation hat mit dem Online-Kongress Mein geheimes Leben, etwas stimmt mit mir nicht begonnen. Was war davor? Mein ganzes Leben lang hatte ich immer das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Weniger wert als andere, kein Selbstwertgefühl, nicht liebenswert zu sein. Ich habe viele verschiedene Therapien gemacht. Manche haben ein bisschen geholfen, andere nicht. Es war aber immer so, dass es sich nach Arbeit, harter Arbeit angefühlt hat. Dass ich an mir arbeiten muss. Mich so verändern, verbessern, damit ich mich nicht mehr schlecht fühle. Damit ich ein besseres Selbstwertgefühl habe. Ich wollte immer den Sinn meines Lebens finden. Innere Ruhe, Frieden, bei mir sein. Mich finden, mich sein, ohne mich zu bewerten. Ich hatte das Bedürfnis, aus meinem jetzigen Leben auszubrechen. Mich wirklich auf die Suche nach mir selber zu begeben. Ich hatte den Drang, etwas komplett anderes zu machen. Ich wollte raus aus meinem Leben, auf eine Wanderung nach Kalifornien. Etwas anderes sehen, meine Grenzen finden und mich spüren. Einfach endlich bei mir ankommen und mich wohlfühlen. So wie ich bin. Aber dann kam Corona und damit waren meine Pläne futsch. Zuerst war ich natürlich am Boden zerstört und wusste nicht mehr weiter. Dann bekam ich durch meine Schwester den Link für den Online-Kongress Mein geheimes Leben, etwas stimmt mit mir nicht. Ich habe mich sofort angesprochen gefühlt.
Ich habe mir die Interviews angehört und dachte, wow, so cool. Ich bin nicht die Einzige, die denkt, etwas stimmt mit mir nicht. Das hat eine Erleichterung in mir ausgelöst. Und es hat sich ein angenehmes Gefühl in mir ausgebreitet. Eines, das ich aber noch nicht beschreiben konnte. Es hat sich einfach gut und richtig angefühlt. Ich dachte, ja genau, und was jetzt? Wie geht das jetzt? Ich wollte mehr wissen und lernen und nahm am Online-Programm Totally Human teil. Und da hat sich bei mir Woche für Woche beim Schauen der Videos und dem Austausch in der Gruppe etwas verändert. Ich habe zu sehen begonnen, dass ich nicht diese starken Gefühle von tiefer Traurigkeit und Einsamkeit bin, dass sie einfach von den Gedanken entstehen, die ich gerade im Moment habe und für wahrnehme. Ich durfte sehen, dass ich im Kern ganz und heil bin und dass ich mein Zuhause immer in mir und mit mir herumtrage. Ich muss dafür nicht verreisen und mich auf einer Wanderung abrackern. Diese Erkenntnisse kamen Schritt für Schritt, immer ein bisschen mehr. Und es ist jetzt so viel leichter, lustiger und spannender im Leben zu sein. Diese Gefühle sind natürlich nicht weg, aber sie haben an Schwere und Macht verloren. Denn es macht für mich einen großen Unterschied, ob ich wie vorher diese intensiven Gefühle spüre und darin fast ertrinke und glaube, diese Gefühle zu sein, denn ich spüre sie ja so intensiv. Oder ob ich bewusst werde, ah, dieses Gefühl ist da und es wurde von einem Gedanken ausgelöst, den ich gerade hatte. Aber ich bin nicht dieses Gefühl, obwohl ich es gerade fühle. Es geht auch irgendwann wieder weg und ich sehe wieder die Sonne und das farbige Leben. Wir haben einmal noch mein geheimes Leben uns angeschaut, Celia und ich, nachdem du in Totally Human etwas geteilt hast, Andrea, und haben gesagt, und nur für Andrea hat es sich gelohnt. Ja. Weißt du noch? Ich weiß genau. Mhm. Ja. Mhm. Das ist einfach so berührend, ich kann es manchmal noch gar nicht glauben, wie sich das alles so entwickelt hat. Von nichts sehen bis ein wenig sehen und immer etwas mehr sehen. Immer einen Schritt weiter. Das ist so spannend und ja, lustig und interessant, was alles so kommt. Vielen Dank für das Teilen, Andrea. Es berührt mich einfach wirklich tief. Danke euch. Würdest du teilen, wie es sich zum Beispiel heute für dich anfühlt, Mittagessen zu gehen und wie es davor war? Einfach auch ganz praktisch, wie sich das in deinem Leben verändert hat. Mhm. Also ich habe das früher gar nicht so bewusst wahrgenommen, dass ich so fest im Kopf bin. Und ich habe mir über alles und jeden Gedanken gemacht und vor allem über mich. Und ich habe schon weit im Voraus mir darüber Gedanken gemacht, wie eine Situation vielleicht kommen könnte. Und so etwas Banales wie Mittagessen zum Beispiel bei der Arbeit mit dem Team, da habe ich mir schon gedacht, oh je, was sage ich denn und was sagen die anderen? Und ja, und habe aus lauter Angst oder ja, etwas falsch zu machen, war ich schon gar nicht dabei. Ich habe mich immer gefühlt wie so in ein Schneckenhaus zurückgezogen und vermeintlich das falsche Gefühl gehabt, dass ich da sicher bin und dass mir da nichts passieren kann. Aber ja, die Gedanken haben mich ja trotzdem nicht in Ruhe gelassen. Ja, und jetzt einfach zu merken, ich muss gar nicht so viel über alles nachdenken, sondern einfach mal spontan rausgehen oder ja, einfach mal
mittendrin dabei sein und zuhören und mitreden oder auch nichts reden und ja. Und so ein paar Witze nicht machen. Ja. Selbst das ist gut. Und auch nicht überlegen, was soll ich sagen, sondern einfach ja, kommen lassen, was kommen will. Mir nicht selber zu fest im Weg stehen, im Vornherein schon, bevor es überhaupt vielleicht dazu kommen könnte. Weil meistens kommt es ja sowieso nicht so, wie man das sich ausdenkt. Es klingt so viel einfacher, oder? Oh ja. Oh. Definitiv, ja. Einfach wieder den Spaß am Leben und auch mich selber wieder oder endlich mal gern haben. Einfach nur schon wieder merken, hey, ich bin da, ich lebe und ich lebe im Jetzt und nicht in meinem Kopf. Und das ist so viel lustiger und spannender, wenn ich einfach das Jetzt nehme. Ja. Das macht so viel. Ja, es ist so wie so eine Energie, die freigesetzt wird. Ja. Davon kann man süchtig werden. Ja, es ist die Energie, oder? Die lebendige am Leben sein. Celia wollte etwas sagen, gell? Du warst im Begriff. Nee, ich hab Andrea auch gesagt, vielleicht war nicht nur einmal, sie, auf ihrem Weg gab es einen Moment, wo sie berichtet hat. Und ich erzähle nicht die Geschichte, Andrea, das kannst du entscheiden, ob du das machen möchtest oder nicht. Aber es ging um ein Gefühl, ein überwältigendes Gefühl, wie ein Tsunami-Gefühl von Einsamkeit und Traurigkeit, von der du auch gesprochen hast in deiner Transformationsgeschichte. Und diese Urgewalt, so, die kommt so bam, an uns umhaut. Und in deinem Erleben von dieser Einsamkeit und Traurigkeit, die waren, wie ich das verstanden habe, seitdem wir uns besser kennenlernen, wie immer wiederkehrende Gefühle, wiederkehrende Tsunamis. Und was ich so spannend finde, ist, in jemand anders sein Tsunami ist nicht gut genug sein und unter Druck sich fühlen. In jemand anders sein Tsunami ist es, ich bin falsch und zu wenig kompetent. In einem anderen Menschen sein Tsunami, ich weiß schon, was ich meine. So, wie verrückt, dass dieses persönliche Erleben in allen möglichen inhaltlichen Ausprägungen kommt, aber in Wahrheit nur ein anderer Geschmack ist, wie jemand anders. Und dass es überhaupt nicht darum geht, in welche Form dieses Erlebnis zu uns kommt. Aber dass die Tatsache, dass wir diese Erlebnisse haben. Oder Andrea, was kannst du darüber sagen oder sehen? Ja, weil das ist so spannend jetzt, so wie ich es jetzt sehe und wie ich es vorher gesehen habe oder eben nicht gesehen habe, weil so diese Tsunamis, wie du es beschrieben hast, das hatte ich so oft und die kamen so intensiv und ich wurde wirklich durchgespült von den Wellen. Ich wusste nicht mehr, was oben und unten ist und ich habe literweise geweint und nichts mehr gesehen. Und ich dachte wirklich, ich bin das. Ich bin dieses schlimme, traurige, einsame Gefühl. Und ja, ich bin einfach diese Person, die so ist. Und mit den ganzen Therapien, die nicht wirklich besser wurden, dachte ich, okay, ich muss das vielleicht so akzeptieren, dass ich einfach so ein negativer Mensch bin.
Und dann plötzlich zu merken, hey, das sind einfach Gefühle, die von Gedanken ausgelöst wurden. Und es hat nichts mit mir, mit meinem inneren Kern zu tun. Und das ist einfach ein von einem Gedanken ausgelösten Gefühl, das ich dann erlebe. Manchmal intensiver und manchmal weniger intensiv. Und das kommt und geht wie die Welle. Und dann kommt wieder ein super tolles Gefühl. Und so geht das hin und her. Und das macht es dann wie etwas einfacher, auch wenn die Gefühle intensiv kommen. Aber seit dem Verständnis kommen sie schon gar nicht mehr so intensiv. Mhm. Die Wellen werden schon etwas kleiner. Mhm. Ja, und so dieses Wunder, egal was deine Tsunami sein mag, jemand, der draußen zuhört, auch das bist du nicht. Oder? Wir brauchen uns überhaupt nicht in den Inhalt zu verstricken. Ein Tsunami ist ein Tsunami. Weder wahr noch unwahr, einfach über uns schwappend. Mhm. Ja, und egal wie lange ich schon das Gefühl habe, oder ja, wie viele Jahre diese Tsunamis schon dauern, ich kann jeden Moment wieder dazu erwachen und merken, hey, ich bin es nicht. Mhm. Ob ich es schon seit meiner Geburt so fühle oder ob es erst jetzt die letzten Jahre so sind. Ja. Ich kann immer wieder merken, hey, es war nur ein negativer Gedanke. Mhm. Das hat nichts mit mir, mit meinem Kern zu tun. Ja. Das ist so erleichternd, beruhigend. Total. Einfach zu wissen, hey, ich erlebe es einfach gerade intensiv. Und dann schauen, okay, was hilft, was mache ich jetzt? Ich liebe das, dass du das sagst, weil es ist so verrückt. Manchmal, wenn wir schon so lange den gleichen Tsunami kriegen, die Tatsache, dass er immer wieder kommt, wirkt so überzeugend, dass, oder? Mega. Ja, aber das muss ich sein, weil ich habe das, seitdem ich denken kann. Und was du gerade sagst, ist, nein, überhaupt nicht. Ein einziger Moment des Neusehens, bang, Wunder geschehen. Das Erlebnis macht mich nicht, es haut mich nicht mehr um. Nimmt so den Druck raus, weil ich hatte wirklich diese Gefühle, seit ich denken kann. Und wenn die so eingebrannt sind im Gehirn, dann muss es ja wahr sein, weil ich fühle sie ja auch so intensiv. Also wie soll denn das bitte schön nicht wahr sein? Das geht ja gar nicht anders. Ja, und dann mit dem Kongress, da war der Titel einfach so passend. Etwas stimmt mit mir nicht, weil das hatte ich schon immer das Gefühl, ja. Mhm. Irgendwie passe ich da einfach nirgends rein. Das stimmt nicht. Verrückterweise, wir auch, Andrea. Ich genauso, voll Hanne. Etwas stimmt mit mir nicht. Und tief geglaubt. Und Celia genauso. Und alle drei dachten wir seien die Einzigen. Ja. So, oder? Ja. Und alle drei durften wir sehen und es ist nicht wahr. Mhm. Für niemanden von uns und für niemanden auf der Welt. Mhm. Ja. Mhm. Andrea, weil du so, ich möchte sagen, du bist unsere ideale Person, um darüber jetzt gleich zu sprechen, was ich gleich sage, weil wir weisen immer wieder auch in diesen Livestreams auf diese Ressource hin, diese Mein geheimes Leben. Es ist ja kostenfrei, man kann sich anmelden. Und du hast dann deine Geschichte erzählt, du hast die Videos angeschaut, die Interviews und dann bist du zu unserem Kurs gekommen und so weiter. Jetzt bist du sogar in der Coaching-Ausbildung mit uns. Wirst jetzt schon tust du das mit anderen teilen. Magst du vielleicht ein paar Worte sagen zu Mein geheimes Leben? Einfach, dass die Menschen ein Gefühl bekommen, zu dieser Tür, in das Verständnis hinein und was man erwarten kann und warum es sich vielleicht lohnt, dass sie reinschauen.
ja, also der Kongress mit diesen vielen Interviews, das ist einfach so, so bereichernd und so viele verschiedene Persönlichkeiten und jede Person hat einfach so eine interessante Geschichte und einzigartig und in jeder Geschichte hatte ich etwas für mich gehört, weil ich hatte am Anfang keine Ahnung, was mich da erwartet. Es hatte einfach, der Titel hat mich angesprochen und ich dachte, ja, schadet ja nichts, weil ja, ich bin ja eh falsch, also höre ich einfach mal rein. Und ich wusste nicht, was kommt. Und ich hatte einfach immer, jedes Interview habe ich zugehört und zugeschaut, jeden Tag. Und bei jedem Tag hat sich einfach so ein gutes Gefühl bei mir am Anfang so wie eingeschlichen. Und ich habe mich einfach gut gefühlt beim Zuhören, aber ich konnte es nicht einordnen. Aber weil es sich so gut angefühlt hat, habe ich einfach weitergehört. Und es hat einfach ja, so Spaß gemacht. Und es ist einfach nur schon eine riesen Erleichterung zu merken, hey, ich bin nicht allein. Ja. Es gibt so viele Menschen, eigentlich jeder Mensch hat irgendeinen komischen Gedanken über sich selber. Mhm. Und es ist nichts falsch mit mir. Und das einfach nur schon zu merken, ah, und andere sprechen sogar darüber, was vorher, nachher ist. Das ist so berührend. Mhm. Ja, egal ob auf Englisch oder auf Deutsch. Ja. Das ist super schön. Vielen Dank. Danke euch für euren riesen Aufwand. Das ist wunderbar. Danke. Und Andrea deutet in eine Richtung, die um die es geht, es ist dieses Gefühl. Und aus diesem Gefühl, das entsteht, wenn wir für einen Moment aus unserem persönlichen Denken fallen. Mhm. Und Menschen zuhören, die auch aus ihrem persönlichen Denken fallen, können all diese Einsichten entstehen, die Andrea beschrieben hat, die sie auf diesem Weg hatte. Und der Kopf, der versteht das gar nicht so wirklich. Es ist so ein bisschen wie unter dem Kopf durch. Und aber diesem Gefühl folgend, das immer mehr Raum öffnen kann für eben Einsichten über dich und über das Leben, die eigentlich logisch sind, aber sich wie Wunder anfühlen. Mhm. Weil sie zeigen in die Richtung, dass wir perfekt designt sind. Mhm. Nämlich, wenn wir uns so scheiße fühlen, unsicher, zweifelnd, voller Angst, sagt unser System einfach, halt, nicht dahin, alles okay, geh zurück, schau, was dir gut tut, wie Andrea es gerade beschrieben hat. Und dann kommst du heil aus dem Tsunami raus. Und nur schon, wenn jemand dieses Gefühl bekommt, wie du es beschreibst, passiert schon etwas. Egal, ob der Kopf versteht, um was es dabei geht oder nicht, oder denkt, what the... Genau. Ich verstehe das sicher nicht, meistens nicht. Das Verstehen ist ganz woanders. Ja. Danke dir. Dankeschön. Bist du, also wir werden auch nachher deine Infos schreiben unterhalb von den Videos, denn die Andrea ist auch ein Mensch, mit dem man eine wunderbare, transformative Unterhaltung führen kann. Wenn du das Gefühl hast, du willst mit ihr reden, dann streche eine Hand zu ihr raus. Und das kannst du tun über Facebook. Wir werden dort auf ihr Facebook-Seite oder Profil verlinken. Und ja, mal gucken, was da passiert, Andrea. So. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja. Ja. Bitte gern geschehen. Danke euch. Bis euch wunderschöne Weihnachten. Gleich Weihnachten. Liebe dich. Tschüss. Doch auch. Ja, tschüss, Andrea. So, Lea. Schauen wir mal auf den Plan. Der Hund wird langsam unruhig. Ich weiß. Und noch die zweite Schwester. Ja. Oh, so schön. Ja.
heute Abend wird jemand kommen, die neu ist im Mein Geheimes Leben-Kongress. Es gibt 2 neue Interviews übrigens für diejenigen, die vielleicht schon mal dabei waren. Und das ist Judy Nackins, aus Neuseeland. Und sie hat spannenderweise gesagt, dass sie zuerst logisch etwas gehört hat darin. Mhm. Und dass auch dieser Zugang möglich sein kann. Das stimmt. Und dass auch da was passieren kann, nur schon zu sehen, heute Morgen hat mich der Fahrer im weißen Auto total genervt, als er mir die Vorfahrt genommen hat. Und gestern war ich total okay damit. Hm. Was ist denn da los? Also kann es nicht der Fahrer im weißen Auto sein, der mir die Vorfahrt nimmt. Wie spannend. Und auch über diesen Zugang ist es möglich, mehr und mehr und mehr zu sehen. Es ist total egal. Worauf wir einfach manchmal deuten, ist, dass wenn wir es zu fühlen beginnen und merken, unser No-Bullshit-Detektor geht an und sagt, das stimmt, da ist was, aber ich verstehe es nicht, dass wir da dem folgen können, das spürt, verdammt, da ist was wahr. Und den nächsten Schritt tun und den nächsten Schritt tun. Absolut. Ja. Vielleicht können wir sowieso noch ein wenig warten, bis die, wer kommt, die Andrea? Bea kommt Bea dann kommt, zum Schluss. Bea kommt zum Schluss. Ah, Bea, weil sie ihre Geschichte das letzte Mal hatten, für Tonschwierigkeiten. Genau. Vielleicht machen wir auch ein wenig Werbung für heute Abend, für diejenigen, die gerade live dabei sind und wolltet heute später nochmal mit uns Zeit verbringen. Wir schalten wieder live um 6.45 Uhr, glaube ich, zentraleuropäische Zeit. Ich habe mir das gut eingeprägt. Und wir werden auf Englisch sprechen heute am Abend. Wir haben auch englischsprachige Gäste wie Jamie Smart, wie Dr. Amy Johnson, Mary Schiller ist, glaube ich, auch dabei. Gell? Und Judy. Judy Nackis, genau, die aus Neuseeland kommt. Also Menschen aus der ganzen Welt, die, ja, sagen. Und und es gibt ganz zum Schluss dann noch eine musikalische Überraschung. Genau, genau. Die habe ich auch deswegen bewusst nicht geschrieben aus der Einladung auf meiner Seite, weil das eine Überraschung ist. Und wir reden heute Abend weiter über die Wunder des Lebens mit Menschen, die tief was gesehen haben, in diese Richtung schauen. Auch Three Piece Lehrer, viele von denen. Mary nicht, aber die anderen beiden. Also das wird auf jeden Fall sehr spannend und lohnenswert zu kommen heute Abend noch hinzu. Und die Besonderheit wird auch sein, dass Lea und ich zusammen sind. Wir werden schauen, wie das klappt. Wir sitzen dann hier vor dem Weihnachtsbaum zusammen. Und ja, du bist herzlich eingeladen, wenn du Englisch gut verstehst oder wenn du nur einbaden möchtest in dem Feeling. Ich habe mit Katrin Hecki gesprochen gestern und sie meinte, sie wäre beim letzten Englischen dabei. Sie hätte ein bisschen was verstanden, aber es war ein wunderbares Gefühl, das sie mitgenommen hat. Und vielleicht ist es für dich auch das Richtige. Sehr schön. Ja. Bea ist noch nicht da, aber ich bin überzeugt, dass sie da sein wird. Hast du die Möglichkeit, sie kurz anzuschreiben, ob sie ein bisschen früher kommen möchte? Ich schreibe ihr noch, ja. Die ist schon da. Ah ja, super. Also, dann lassen wir sie einfach direkt rein. Allerdings. Vielleicht werde ich mich still und leise verabschieden und Celia wird einfach noch weiter übernehmen, weil ich auf den Zug gehe, damit ich an einem anderen Ort am Bodensee ankommen kann. Wann musst du los, Lea, überhaupt? Spätestens 13.20 Uhr. Okay, alles klar. Und los.
Bea, wir haben einfach gedacht, wir sind schon so weit und wir nehmen dich rein, damit du direkt mit uns weitermachen kannst. Wir freuen uns, dass du erneut da bist. Und Bea ist übrigens eine der Kundinnen von mir, die, nachdem ich alle verloren hatte, eine der ersten war, die sagte, da komme ich. Irgendwie ist das was da. Ist und bleibt spannend bei Lea. Genau. Ja, Bea, danke, dass du nochmals gekommen bist, weil du warst schon mal bei unserem ersten Live dabei. Und für diejenigen, die nicht dabei waren, wir hatten ein so hammerndes Geräusch im Boot mit uns, dass wir die Bea in ihrer Geschichte kaum hören konnten. Und desto glücklicher sind wir, dass du nochmal das mit uns wagst. Willst du vielleicht ein paar Sätze sagen, dass wir hören können, ob wir genau richtig gestimmt? No. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, das klappt dieses Mal. Und ich habe das letztes Mal echt nochmal gehört und das hat ja getönt wie in einem Horrorfilm. Dieses Hämmern im Hintergrund. Wie so eine riesengroße Uhr, die mir so meine Lebenszeit anzeigt oder so. Ja, das war schrecklich. Nein, umso froher bin ich, dass ich jetzt nochmal da sein darf und es anscheinend klappt mit dem Ton. Ist das gut? Ja, es klingt gut. Ah, sehr gut. Bin ich froh. Ja. Ich wollte gerade sagen, wir sind ganz am Ende von dem Livestream von heute, jedenfalls von der deutschen Version. Und ich finde es mit deiner Geschichte abzuschließen so schön. Und ich denke, wir steigen da direkt rein, Lea. Was denkst du? Ja, das finde ich auch sehr schön. Ja, lehnen uns zurück und genießen einfach, wie es so viel leichter wurde, wie durch ein Wunder. Ja, sehr gerne. Ja, meine Geschichte. Früher war mein Leben mehrheitlich anstrengend, physisch und psychisch. Es war geprägt von einem fast schon krankhaften Perfektionismus. Ich war ständig damit beschäftigt, mich selbst zu optimieren und analysieren. Wie ich zu einem besseren Menschen werden könnte. Wie ich eine bessere Kindergärtnerin sein könnte und was ich tun müsste, damit andere gut von mir denken. Ich hatte oft auch das Gefühl, nirgends so richtig reinzupassen. Irgendetwas fühlte sich immer irgendwie falsch an. Dieses sich falsch anfühlen wurde von mir natürlich sofort in alle Einzelteile zerlegt und analysiert. Ich analysierte aber nicht nur mich, sondern auch die anderen. Das ging so weit, dass ich schon gar nicht mehr wirklich ein Gespräch zu zweit führen konnte. Die Stimme in meinem Kopf plapperte ständig mit und so konnte ich meinem Gegenüber schon gar nicht mehr richtig zuhören. Ich wollte um jeden Preis Fehler vermeiden und alles vermeintlich Fehlerhafte an mir korrigieren. Auf der Suche nach mir selbst verlor ich aber immer mehr die Verbindung zu meinem Inneren. Ich habe mich oftmals so sehr angestrengt, über mich und über andere nachzudenken, dass ich jahrelang von Rückenschmerzen geplagt war. Kein Arzt konnte eine Diagnose stellen. Ich dachte, ich müsste herausfinden, welche Baustellen ich in meinem Leben hätte und wie ich an ihnen arbeiten könnte, um zu mehr Ruhe im Innen und Außen zu kommen. Ich dachte, ich müsste mein Aussehen verändern, mein Umfeld aussortieren und meinen Beruf überdenken, damit ich irgendwann richtig glücklich sein könnte. Ich dachte, ich müsste den richtigen Therapeuten, die richtige Methode finden, um mich mit dieser Hilfe zu entwickeln und zu heilen. Und dann habe ich plötzlich mit Hilfe von Lea diese wahnsinnig laute Stimme in mir wahrgenommen. Diese strenge Frau Rotzenmeier, die mir ständig sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich habe plötzlich erkannt, dass ich mir das alles selber ausdenke und dass das gar nicht Realität ist, was diese Stimme alles sagt. Und dass ich nicht meine Gedanken bin. Ich habe gemerkt, dass ich die Wahl habe, ob ich darauf höre und mich davon beeinflussen lasse oder
ob ich sie einfach plappern lasse. Seitdem ich diese laute Stimme in mir erkannt habe, fällt es mir leichter, darunter zu hören. Denn darunter ist auch noch etwas anderes, etwas Leiseres. Feine Impulse, die mir den Weg weisen. Meine innere Weisheit, die wie ein Kompass ständig für mich zur Verfügung steht. Was mir dabei hilft, diese leisere Stimme zu erkennen, ist, dass ich mir meine Wahrnehmungsebene wie eine Ampel vorstelle. Wenn sich wieder mal etwas eng, anstrengend, nervig oder beängstigend anfühlt, dann weiß ich, dass meine innere Ampel gerade auf Rot steht. Und da plappert die Rotzenmeier besonders laut. In solchen Momenten muss ich nichts anderes tun, als zu erkennen, wo ich gerade bin. Nur schon diese Erkenntnis bringt mich wieder näher ans Grün. Das Grün der Ampel ist meine Grundnatur. Diese fühlt sich ruhig, gelassen und zufrieden an. Und da ist mein inneres Zuhause. Voller Liebe und Klarheit. Es fühlt sich so viel leichter an, zu wissen, dass ich nichts tun muss, um in dieser Ruhe zu sein. Es ist keine harte Arbeit an mir nötig, um mich leichter und gelassener zu fühlen. Entschuldigung. Es geht noch weiter. Seitdem fühlt sich mein Leben leichter und gelassener an. Auch herausfordernde Situationen überwältigen mich nicht mehr so stark wie früher. Weil ich weiß, dass ich darunter tiefen okay bin und dass meine innere Weisheit immer für mich verfügbar ist. Wie eine klare Bergquelle, die immer in mir am Sprudeln ist, endlos. Sie hält für mich in jedem Moment das bereit, was ich gerade brauche. Und ich vertraue darauf, dass sich das Leben durch mich entfaltet und ich genau hier und jetzt gut bin, so wie ich bin und mehr als gut. Ich schaffe es noch nicht, ohne Tränen vorzulesen. Das Gefühl überwältigt mich immer wieder. Ich schaffe es nicht, ohne Tränen zuzuhören. Danke, Liebe. Danke euch. Ja, ich habe das nicht einen Namen gegeben, diese innere Stimme in meinem sehr beschäftigten Kopf. Aber Schritt 1 für mich war das Erkennen dieser Stimme. Und dann das Bemerken, oh, ich höre diese Stimme immer zu. Und dann, oh, und ich finde, diese Stimme sagt immer gescheite Dinge, die wahr sind. Und oh, diese Stimme ist ein Arschloch. Ganz auf zu mir. Und ich glaube diese Stimme und fühle mich entsprechend beschissen. Und dann mit der Zeit zu merken, oh ja, die ist da, die ist streng, die Rotenmeier, hast du gesagt, ne? Die ist nicht so nett manchmal, aber ich muss da nicht hinhören, ich muss dem gar keine Aufmerksamkeit geben, auch wenn ich es manchmal immer wieder tue, aber ich muss nicht. Und das war schon mal ein riesiger Schritt nach vorne. Aber was mir noch besser gefallen hat in deine transformative Geschichte, war diese Bergquelle. Weil als ich
begonnen habe, meine Gedanken nicht mehr so viel Aufmerksamkeit zu geben, hätte ich nie erahnen können, dass diese klare Bergquelle da ist. Ich wusste das nicht. Diese unendliche, gebende, nahrende, Klarheit schaffende Energie. Mhm. Und das war ein Wunder meines Lebens. Mhm. Ja. Mhm. Und das war auch etwas, was sich bei mir so entwickelt hat, so dass dieses mit dem Gedanken oder mit dieser Rottenmeier, das war halt so dermaßen laut in meinem Kopf, dass das für mich wahrscheinlich am Anfang so das irgendwie das Einfachste war, das zu erkennen. Und das hat mir schon so viel Leichtigkeit gebracht, nur schon zu erkennen, dass da etwas in mir ist, das einfach mitplappert. Egal wo ich bin, egal mit wem ich gerade am Tisch sitze, sie sagt ständig, sag jetzt etwas Schlaues, damit die gut von dir denken, ah, wie sitzen die da, dass das gut aussieht. Das war echt schon so anstrengend, dass ich eben diese Bergquelle, dass ich dieses innere Heile, diesen Kern nicht mehr wirklich gespürt habe, obwohl er ja darunter immer da war. Mhm. Und das gibt einem dann wieso das Gefühl, dass du etwas tun musst, um das wieder zu fühlen, um das wieder hervorzuholen. Mhm. Und das war so das Nächste, zu sehen, wow, wir alle haben es. Und wir müssen wirklich keine harte Arbeit leisten, um dahin zu kommen. Mhm. Es ist einfach für uns da. Gratis, kostenlos. Ja. Und ihr beide zeigt so darauf, und das ist für mich, es endet nicht mehr, wenn du zu sehen beginnst, wie es funktioniert. Wir haben ja gestern gesprochen. Und zu sehen, da auch, und da gibt es noch was zu sehen, und da, und wo. Also, es ist nicht so das statische Wunder, Frau Rottenmeier, erkannt und jetzt. Das war's. Das war's. Nein, es bleibt lebendig und so spannend. So unglaublich spannend. Das habe ich von dir auch so gespürt, Bea, wie du neugierig wirst auf das Leben. Mhm. In diesem Was kommt, come on. Bring it on, weil ich bin bereit, oder? Ja, und es kommen Sachen, die man nicht erwartet. Plötzlich sieht man, es weitet sich wieder der Blick. Und klar, eben wie wir gestern besprochen haben, ich war die letzten 2-3 Wochen total wieder gefangen in meinem Kopf, oder es hat sich so angefühlt. Und plötzlich habe ich es wieder gemerkt, so wow, okay. Jetzt wollte ich wieder mal eine Entscheidung mit meinem Kopf erzwingen und ich habe mir sogar eine Deadline gestellt. Und bis Weihnachten muss ich das entschieden haben. Und plötzlich habe ich wieder gemerkt, hey, hallo, wer sagt, ich muss bis Weihnachten da? Und als ich das wieder gespürt habe, hey, ich bin ja darunter sowas von okay und ich darf loslassen. Und das Schöne ist ja, das heißt ja nicht, dass ich dann nichts tue oder dass ich dann einfach nur gleichgültig dahin dümple, sondern das Gegenteil. Ich lasse ja dann Raum, dass eben diese Kreativität und diese Quelle sprudeln kann und mir eben wieder neue Erkenntnisse bringt. Und das war so spannend. Und es war wirklich, wirklich. Und man glaubt es nicht, wenn man es nicht erlebt. Oder sobald ich es losgelassen habe, habe ich wieder etwas gesehen und wieder etwas gesehen und wieder den nächsten Schritt und es funktioniert. Und ich sehe jetzt schon wieder so viel mehr als in dieser Zeit, wo ich nur am Rotieren war im Kopf. Und das ist immer wieder auch so, ich muss auch immer wieder so schmunzeln über mich selbst. So. Wow, wie ernst wir uns manchmal nehmen.
Und dieses Gefühl, ich habe gestern mit Lea noch über so ein Gefühl gesprochen, das ich in den letzten Tagen mal hatte, und ich konnte es nicht erklären, ich konnte das wie nicht fassen, aber heute Morgen ist mir so ein Vergleich in den Sinn gekommen, dem es so nahe kommt ein bisschen. Und wir hatten letztes Mal im Coaching diese Analogie von diesem schwierige Entscheidungen treffen, kann auch sein, wie sich beim Frühstücksbuffet für etwas zu entscheiden. Diese anderen Entscheidungen fühlen sich einfach manchmal so wahnsinnig existenziell an, oder? Und so, wow, das hat jetzt schon ein anderes Gewicht, diese Entscheidung, als was esse ich zum Frühstück. Und diese Woche hatte ich das. Oder auch letzte Woche, ich weiß nicht mehr genau, aber plötzlich kam so ganz, ganz, ganz fein so dieses Gefühl, wow, doch, es ist wie wenn ich mich entscheide, Brot oder Apfel. Mhm. Und ich weiß, das klingt ganz komisch und deshalb ist es auch so schwierig, das zu erklären. Es ist irgendwie ein Gefühl, dass ich weiß, es kann mir eigentlich nichts passieren. Ja, und wenn du weißt, es kann dir nichts passieren, dann kannst du Entscheidungen leicht treffen, weil was soll dir passieren? Mhm. Dann gehst du einen Schritt in die Richtung und wenn die nicht mehr passt, dann gehst du einen Schritt in eine andere Richtung, oder? Ja, und plötzlich siehst du, dass das Buffet so wahnsinnig groß ist. Wir haben so wahnsinnig viel Auswahl und wir sind so privilegiert, dass wir auch da hier leben dürfen, wo wir so dermaßen viele Möglichkeiten haben. Also schöpfen wir sie doch aus und schauen, wo zieht es mich hin, wo kribbelt was. Und da kommt mir gerade wieder so, das hatte ich schon länger, dass ich das manchmal vergleiche mit einem Gefühl, so meine innere Göttin. So, was will meine innere Göttin? Wo will die hin? Wo zieht die hin? Und da höre ich jetzt wieder sehr viel öfters drauf. Sehr schön. Vielen Dank, Bea. Vielen Dank, Bea. Man sieht die Göttin auch wieder, gell? Ja. Sehe ich es bei allen, das Leuchten, Kribbeln. Wir werden auch den Link stellen zu dir, Bea, auf Facebook und wo auch immer. Wir müssen schauen, wohin wir alles führen und leiten. Heute hat Velia wirklich gefehlt, weil normalerweise sie recherchiert das im Hintergrund, sie kümmert sich drum. Aber mal gucken, was wir... War unsere Entscheidung. War unsere Ideenentscheidung. Nicht Vilja. Vilja wäre da gewesen. Vilja wäre auch im Einsatz gewesen. Aber wir posten die Links für dich. Auch mit Bea kannst du eine transformative Unterhaltung führen. Einfach eine Hand zu ihr ausstrecken, wenn du mehr erfahren möchtest. Und sie ist ein so wunderbarer Mensch, mit dem man gut reden kann. Also scheu dich nicht, wenn du von Beas Geschichte berührt worden bist, mit ihr zu reden, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Ich glaube, sie wird sich sehr freuen, oder Bea? Ja, unbedingt. Ist etwas vom Schönsten. Und gerade in dieser Zeit, auch so vor Weihnachten, ist eigentlich das schönste Geschenk, was man machen kann, Zeit miteinander zu verbringen und über das Wunder des Lebens zu sprechen. Ja, das finden wir eben auch. Ja. Vielen herzlichen Dank, dass ihr das tut und eure Zeit da so investiert und sehr gut investierte Zeit. Danke. Dankeschön. Ja, dann kommen wir zu einem Abschluss vom heutigen Vormittag oder Mittag. Vielleicht hast du deine Pause mit uns verbracht und diese Wunder und Transformationen auch einfach wirken lassen von all diesen Menschen, die so viel mehr Freude am Leben und Lebendigsein haben und wir auch. Ja, wir sehen aus wie Geschenke. Und ich habe jetzt noch ein Geschenk. Und Vilja hat ich den... Ich glaube mal Tschüss. Generator. Du darfst gerne bleiben, Lieb. Und darf ich noch... Nein, ich gehe, doch ich lasse euch noch selbst. Ciao, tschüss. Tschüss, schöne Weihnachten. Ihr auch. Weihnachten, Bea. Genau. Und die Vilja hat den Generator laufen lassen und Dorit wurde gezogen. Also Dorit, falls du denn das Paket noch nicht selbst für dich hast, dann kriegst du das natürlich, Dorit Heck. Yay!
oder du kannst es verschenken an einen lieben Menschen. Melde dich bei Vilja, also support@leaandcelia, und dann kannst du uns mitteilen, ob du es gerne hättest oder wir sehen es dann auch oder wem du dieses Geschenk machen möchtest. Genau. Ja. Wir danken euch für eure Unterstützung, eure Zeit, und vielleicht hast du irgendetwas Neues gehört. Ja. Vielleicht ist etwas aufgegangen in dir oder ein Gefühl hat sich eingestellt, und bleibe mit dem Gefühl. Hör nicht auf unsere Worte, sondern folge diesem Gefühl und schau, wo es dich hinbringt. Auf die Wunder. Absolut. Also, heute Abend geht es weiter um 16.45 Uhr zentraleuropäische Zeit auf Englisch. Auch hier, yes, auf unserer Facebook-Seite. Wenn du lieber mehr Zeit mit uns verbringen möchtest in deutscher Sprache, laden wir dich zu meingeheimesleben.com kostenfrei teilzunehmen und die nächsten 7 Tage mit uns zu verbringen. Und egal wie du dich entscheidest, wir wünschen dir eine super schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch in das neue Jahr. Und bis demnächst wieder online. Tschüss. Tschüss. So. Sind immer noch auf live.